Guten Abend, ich sehe gerade schon, die ersten Teilnehmenden kommen in unser Webinar für heute Abend. Herzlich willkommen schon mal. Wir warten noch einen ganz kleinen Moment, derweil ist der YouTube-Livestream auch schon organisiert worden durch Winker von der German Association for Synthetic Biology. Wir starten in etwa 2 bis 3 Minuten, damit einfach alle erstmal ankommen können. Genau, von mir nochmal herzlich willkommen heute Abend bei Jasmins PHW. Wir starten in wenigen Minuten, also auch für alle, die jetzt gerade erst in die Veranstaltung gekommen sind oder im Stream eingeschaltet haben. Wir starten wieder in wenigen Minuten, sodass alle schön in Ruhe einschalten können. Genau. In Ordnung. Ich sehe, dass wir jetzt mittlerweile unsere 46 Teilnehmenden über Zoom haben und auch im Livestream auf YouTube schauen schon ein paar Leute zu. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir jetzt beginnen mit der Veranstaltung. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Webinar, dem Auftakt der dritten Staffel von Gas Meets PRW, einem gemeinsamen Webinar, einer gemeinsamen Webinarreihe zwischen der German Association for Synthetic Biology und der progressiven Agrarwende PRW. Wir haben schon 2020 und auch 2021 2 Staffeln, jeweils 3 Ausgaben von dieser kleinen Webinarreihe gemacht. Und jetzt 2020 starten wir mit der dritten Staffel. Heute Abend haben wir das Thema, wir haben für diese Staffel uns das Thema Gentechnik und die Knackpunkte in der Diskussion davon ausgesucht. Heute geht es um Pflanzenschutz und dazu haben wir mehrere großartige Panelisten. Heute mit mir gemeinsam wieder wie gewohnt Christian Kaiser, mein Co-Moderator, der genau wie ich Doktorand an der Heinrich-Heine-Universität hier in Düsseldorf ist. Und ich glaube, du wolltest uns jetzt noch etwas über das Format sagen, richtig? Genau, auch von mir herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und zu Beginn der neuen Staffel. Genau, das Format, was wir hier wieder durchführen, ist ein interaktives Webinar. Das heißt, wir starten jetzt in der ersten Stunde ungefähr, also mit 3 Vorträgen unserer Panelistinnen, die uns einen kleinen Einblick geben in das Thema Pflanzenschutz und mal einen Überblick darüber geben, wozu brauchen wir das eigentlich, was bedeutet das
also quasi uns alle erstmal ein bisschen Background-Wissen an die Hand geben. Dabei seid ihr natürlich auch eingeladen, Fragen zu stellen. Hierfür haben wir verschiedene Tools, zum Beispiel die Q&A-Funktion. Und genau im Anschluss an diese Vorträge gibt es dann die große Möglichkeit, mit unseren Panelistinnen gemeinsam zu diskutieren. Und auch hierzu ist dann besonders diese Q&A-Funktion wichtig. Da könnt ihr dann gerne eure Fragen reinschreiben, die wir gemeinsam mit den Panelistinnen dann beantworten können. Außerdem solltet ihr gerne auch einen mündlichen Beitrag geben wollen, also selber eine Frage stellen wollen, könnt ihr das natürlich selber auch gerne machen. Mal schauen, ob ich sonst noch etwas vergessen habe. Genau. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Genau. Okay, die Veranstaltung wird aufgezeichnet und wie gesagt auch über YouTube live gestreamt. Die Aufzeichnung ist typischerweise zwischen 1 bis 2 Wochen später dann auch auf YouTube verfügbar. Christian hat schon die Fragen- und Antworten-Sektion angesprochen. Da bitte gerne jederzeit Fragen reinstellen, wenn sie denn aufkommen, nach jedem Vortrag durch unsere 3 Panelistinnen und Panelisten und unseren Panelisten wird es die Möglichkeit geben, direkte Fragen zu stellen und eben auch für die Diskussion später die Möglichkeit, mündliche Beiträge, die dann allerdings eben auch in der Aufzeichnung drin wären. Für den heutigen Abend haben wir 3 Panelistinnen und als erstes starten wir mit Dr. Sabine Kind vom JKI. Danach wird uns Dr. Katrin Gramann vom ZALF einen kurzen Vortrag halten und abschließen möchten wir mit Dr. Henrik Hanekamp von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Ganz zum Anfang mögen wir immer gerne noch ein kleines Tool machen, um herauszufinden, wie unsere Teilnehmenden heute zu dem Thema Pflanzenschutz eigentlich stehen. Dazu haben wir uns für das Tool Mentimeter entschieden. René hat schon angefangen, den Bildschirm zu teilen. Hierbei geht es um eine kurze Umfrage zu 3 Fragen. Wie ist eure Meinung zu 3 Fragen im Bereich des Pflanzenschutzes? Entweder hier jetzt auf den QR-Code mit dem Handy, den einscannen und dem Link folgen, oder Winker hat den Link in den Chat geschickt, dann kann man da auf einer Skala von 1 bis 5 zu verschiedenen Fragen, zu unseren 3 vorbereiteten Fragen Zustimmung oder Ablehnung angeben. Ich glaube, die Herzchen meinen, dass Leute mitmachen. Das ist großartig. Hier kann man jetzt auch schon mal sehen, wie unser Publikum, unsere Teilnehmenden heute die verschiedenen Fragen beantworten, ob sie eher zustimmen oder weniger. Das ist gerade live und das ist jetzt nur mal einmal ganz kurz, um das zu sehen. Am Ende, nach allen 3 Vorträgen, wollen wir gerne einmal auf die genauere Auswertung der Fragen zu führt Gentechnik zu mehr Pflanzenschutzmitteln. Ist Pflanzenschutz überhaupt notwendig? Und ob Pflanzenschutzmittel zu mehr resistenten Schädlingen führen kommen. Damit würde ich auch direkt schon einmal einleiten wollen für unsere erste Speakerin, unsere erste Expertin im Bereich des Pflanzenschutzes, Dr. Sabine Kind vom Julius-Kühn-Institut. Sie ist aufgewachsen auf einem konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb und hat sich entschlossen, an der Universität in Münster Biologie und später im Master Biotechnologie zu studieren. Danach hat sie auch dort eine Dissertation eingereicht, ist erfolgreich promoviert, auch an der Universität in Münster, hat einen Postdoc an der RWTH Aachen gemacht und arbeitet seit 2020 als Leiterin der Arbeitsgruppe Mykologie im Obstbau am Institut für Pflanzenschutz in Obst und Weinbau am Julius-Kühn-Institut. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, Sabine, und ich bin gespannt auf deinen einleitenden Vortrag zu Pflanzenschutz. Was ist es und warum brauchen wir das eigentlich? Ja, genau. Vielen Dank, Svenja. Ich starte mal. Ja, dann sollte jetzt mein Bildschirm zu sehen sein. Ja, genau. Perfekt. Ich wurde ja schon vorgestellt, wo ich gerade arbeite. Also ich befasse mich mit Pilzkrankheiten oder auch Pilzen im Allgemeinen. Sie müssen nicht immer Krankheiten verursachen.
im Obstbau und das Ganze beim Julius-Kühn-Institut, wiederum im Fachinstitut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau. Und der Standort ist in Dossenheim, das ist in der Nähe von Heidelberg, also eher in Süddeutschland. Ich möchte ein bisschen vorstellen, was Pflanzenschutz eigentlich heißt und auch, warum Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz nicht möglich ist, und dafür ja einen sehr allgemeinen Überblick geben. Das fängt damit an, so, jetzt schalten meine Folien nicht weiter. Jetzt. Wieso müssen Pflanzen geschützt werden? Ganz grundlegend, eigentlich ist es uns allen klar, Pflanzen sind einzigartig in ihrer Eigenschaft, dass sie Sonnenlicht durch Photosynthese in Biomasse umwandeln können. Und das heißt, alle Organismen, die das nicht können, sind auf Pflanzen angewiesen, wenn sie wachsen wollen. Und das heißt, Pflanzen sind im Prinzip Nahrung für alle anderen Organismen. Und jetzt geht es um die Frage, ist das im Sinne der Pflanze oder nicht? Und ich fange mit einem Beispiel an, wo es im Sinne der Pflanze ist. Also ein bestäubendes Insekt, was eben gleichzeitig den Nektar aus einer Blüte trinkt. Da ist es sehr eindeutig. Aus der Sicht der Pflanze sind auch wir Menschen Fressfeinde. Weil wir sozusagen die Pflanzenteile verzehren, die sie eigentlich zur Fortpflanzung oder zur Verbreitung bräuchte. Wir Menschen haben aber bei den Kulturpflanzen eigentlich Strategien etabliert, um das zu kompensieren sozusagen. Und deswegen beziehen sich die weiteren Beispiele jetzt so oder sind so gewählt, dass es halt nach der Ansicht des Menschen auf jeden Fall Schädlinge sind. Hier ganz eindeutig Schnecken, die Salat fressen, Blattläuse, in diesem Fall einem Erdbeerblatt saugen, oder auch hier Pilze, die eben die Früchte ungenießbar machen. Also Pflanzenschutz ist im Prinzip, wenn der Mensch Nutz- und Kulturpflanzen gegen Organismen schützt, die ansonsten die Erträge reduzieren oder reduzieren würden, wenn man es nicht täte. Das geht halt im Prinzip schon in dem Moment los, wenn die Bestellung auf dem Feld beginnt und man dort gezielt eine Kulturpflanze aussät, dass man dafür sorgt, dass diese eine Dominanz über die anderen Organismen, die es dort ansonsten auch geben würde, bekommt. Und ja, so typische Organismengruppen, nenne ich sie mal, die eigentlich Ertragsreduktionen verursachen, sind einerseits die Beikräuter, die eigentlich keine direkten Schädlinge für die Pflanzen sind, die aber mit den Pflanzen um Nährstoffe, Wasser, Raum und Licht konkurrieren und so eben die Erträge beeinflussen. Dann das Beispiel hatte ich eben schon, die Insekten und die Pilze. Und in beiden Fällen gibt es eben auch solche, die dem Pflanzenwachstum dienlich sind. Die sind jetzt hier explizit nicht gemeint. Ich beziehe mich halt auf die, die eben unerwünscht sind. Grundsätzlich ist es auch so, dass eigentlich das Spektrum der potenziellen Schadorganismen kontinuierlich steigt. Und die Hauptgründe dafür sind menschengemacht, also Klimawandel und Verschleppung. Aber das erschwert den Pflanzenschutz sozusagen noch zusätzlich. Die Aufgaben des modernen Pflanzenschutzes an allererster Stelle gilt es halt eben, Schäden an Nutzpflanzen zu verhindern oder wenigstens zu mindern. Aber auch Schutz von Mensch und Umwelt und Erhaltung der Agrarökosysteme.
Also die negativen Auswirkungen, die Pflanzenschutzmaßnahmen haben können, zu reduzieren oder auf das kleinstmögliche Maß zu beschränken. Und das wird durch eine möglichst hohe Spezifität dieser Maßnahmen auf die Zielorganismen erreicht. Und das Ganze sollte eben auch möglichst zeitlich und örtlich begrenzt erfolgen. Also eben nur auf den tatsächlichen Anbauflächen und auch nach Möglichkeit nur zu Zeiten, die dann eben relevant sind, ertragsrelevant sind. Und im Prinzip bewegt sich auch in diesem Feld die Forschungsaufgaben des Julius-Kühn-Instituts. Grundsätzlich geht es um halt eine nachhaltige Leistungssicherung von Nutz- und Kulturpflanzen. Aber so wie jetzt bei dem Institut, wo ich bin, wo Pflanzenschutz auch Teil des Namens ist, geht es eben insbesondere darum, die negativen Auswirkungen von Pflanzenschutzmaßnahmen zu reduzieren. Heutzutage, oder heutzutage der Pflanzenschutz ist sozusagen als integrierter Pflanzenschutz organisiert. Das heißt, er besteht aus verschiedenen Bausteinen. Ich fange jetzt sozusagen mit dem Wichtigsten an und auch mit sozusagen in der Reihenfolge, wie sie eigentlich eingesetzt werden sollen. Zuallererst geht es also um vorbeugende Maßnahmen. Da werden die anderen beiden gleich auch noch was zu sagen. Deswegen werde ich jetzt keine Beispiele nennen. Da geht es in erster Linie um eine Erhöhung der Widerstandskraft der Pflanzen gegen Krankheiten oder eben Konkurrenten. Dann gibt es physikalische und biologische oder biotechnische Maßnahmen. Hier geht es eigentlich darum zu verhindern, dass die Schadorganismen überhaupt auf ihre Wirtspflanzen treffen. Und dazu gehört einmal die Pflanzengesundheit. Und da geht es im Prinzip darum zu vermeiden, dass Erreger überhaupt eingeschleppt werden. Also zum Beispiel, dass Pflanzen, die importiert werden, dahingehend kontrolliert werden, dass sie nicht mit Erregern befallen sind, die es hier bisher nicht oder kaum gibt. Dann auch eine sehr anschauliche physikalische Maßnahme ist zum Beispiel Einnetzen. Dazu gibt es auch sehr viel Forschung am Institut in Dossenheim, weil das ist im Prinzip die einzig wirksame Maßnahme gegen die Kirschessigfliege. So die Einordnung, die Spezifität von dieser Maßnahme ist halt leider nicht so gegeben, weil natürlich mit einem Netz hält man nicht nur die Kirschessigfliege fern, sondern auch alle anderen Insekten. Das heißt, die Forschung dreht sich viel darum, wie man dann wiederum Bestäuber und Nützlinge in den eingenetzten Anlagen etablieren kann. Und wie sich das auch auf andere Krankheiten auswirkt, weil sich dadurch natürlich das Mikroklima verändert. Dann biotechnische Maßnahmen. Da kann man sich vielleicht auch nicht sofort was drunter vorstellen. Als Beispiel habe ich hier ein Foto von einem Pheromondispenser. Da geht es, eigentlich ist das eine Insektenverwirrtechnik. Diese Pheromone ähneln den Duftstoffen von den Insekten, mit denen sich halt die paarungsbereiten Männchen und Weibchen zusammenfinden. Das wird dadurch gestört und so wird eben, werden die Insekten an der Vermehrung gehindert. Das ist eigentlich wiederum ein Beispiel für eine sehr schöne spezifische Maßnahme. Nichtsdestotrotz, die zuvor genannten Maßnahmen decken schon vieles ab. In manchen Fällen bleibt dann aber doch nichts anderes übrig, als auf chemische Maßnahmen zurückzugreifen. Da geht es dann um die Bekämpfung der Schadorganismen vor oder nach der Infektion auf der Pflanze. Bei der Auswahl der Maßnahmen, insbesondere der zuletzt genannten, gibt es auch noch Entscheidungshilfen.
Da wird die Katrin, glaube ich, auch noch was zu sagen. Und ich habe da gleich auch noch ein Beispiel aus meinen Arbeiten dazu. Wenn es dann jetzt so ist, dass also man sozusagen, oder ja eben, weil chemischer Pflanzenschutz bisher unverzichtbar ist, das gilt auch für alle Anbauformen, auch im Ökoanbau wird chemischer Pflanzenschutz eingesetzt. Wie sind die Regeln und wie ist sichergestellt, dass das eben ja sicher ist und Risiken für Mensch und Umwelt vermieden werden? Ich führe hier die Regelung für Deutschland auf, aber in anderen EU-Ländern ist es im Prinzip ähnlich gehandhabt. Zuerst einmal gehört dazu die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, also die Hersteller müssen die beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel zulassen. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch ganz klar eine Gebrauchsanweisung und eine sogenannte Indikationszulassung, die vorgibt, in welcher Kultur und gegen welchen Erreger. Dazu gehören auch öko- und humantoxikologische Untersuchungen. Diese erfolgen nach dem Vorsorgeprinzip. Das heißt, es wird berechnet, bei welcher Dosis in Versuchen keine negativen Effekte zu beobachten sind. Und dann wird dieser Wert zum Beispiel nochmal durch 10 oder sogar durch 100 geteilt als kritischer zugelassener Wert. Die ganzen Auflagen, die bei diesen Verfahren zu erfüllen sind, sind über die Jahre gestiegen, dementsprechend auch die Kosten. Und das macht sich auch daran bemerkbar, dass immer weniger neue Mittel zugelassen werden. Dann ein weiterer ganz wesentlicher Aspekt ist die Sachkunde des Anwenders. Also jeder, der Pflanzenschutzmittel kaufen möchte, die in der Landwirtschaft zugelassen sind, braucht so einen Sachkundenachweis, wie er hier rechts abgebildet ist. Der weist im Prinzip nach, dass derjenige zumindest die Kenntnis über die gute fachliche Praxis hat. Also im Prinzip noch etwas detaillierter als so das, was ich jetzt erzähle. Das ist auch beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln immer um das notwendige Garmaß geht. Das heißt, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und eben wie Risiken vermieden werden bei der Anwendung, welche Auflagen es gibt, dass es überhaupt Auflagen gibt und dass man eben Anweisungen und so weiter berücksichtigen muss, die zum Beispiel den Abstand zu Gewässern vorgeben. Dann gibt es eben Entscheidungshilfen, die bestehen vor allem auch in der Beratung, die zum Beispiel durch Pflanzenschutzdienste organisiert wird. Aber dann gibt es auch Vorgaben, sogenannte Bekämpfungsrichtwerte. Da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Und schließlich wird die Ausbringungstechnik, also die Feldspritzen zum Beispiel, müssen alle 2 Jahre technisch überprüft werden. Und wenn dann Mittel zum Einsatz gekommen sind, muss das auch entsprechend dokumentiert werden durch den Anwender. Wenn es darum geht, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich Pflanzenschutzmittel einzusetzen, ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, wann eigentlich welcher Schaderreger zum Problem wird. Und hier kommen jetzt Bekämpfungsrichtwerte ins Spiel. Ich habe hier als Beispiel das mal mitgebracht für Insekten in Kirschen, wo also es nicht darum geht, bei dem ersten Auftauchen von einem Insekt oder in diesem Fall hier bei dem Frostspanner von einer Raupe sofort loszulegen, sondern erst, wenn ein bestimmtes Level erreicht ist. Und diese Angaben gibt es im Prinzip für alle Kulturen und alle Schaderreger. Dann, wenn man die verschiedenen möglichen Schaderreger betrachtet,
ist es unterschiedlich schwierig, diese sozusagen korrekt vorherzusagen oder den richtigen Behandlungszeitpunkt festzulegen. Bei den Beikräutern ist es noch verhältnismäßig einfach. Es ist, liegt vor allem daran, weil diese gut mit bloßem Auge zu erkennen sind und weil sie sich auch nicht bewegen können. Und auch einen verhältnismäßig langen Vermehrungszyklus haben. Bei Insekten wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Die sind prinzipiell auch mit dem bloßen Auge zu sehen, aber sie sind mobil, also sie können von außen zuwandern sozusagen. Und noch schwieriger ist es dann bei den Pilzen. Da ist es eigentlich so, wenn man den Schaden sieht, dann ist es zu spät. Also da ist eine gute Behandlung eigentlich nur präventiv möglich. Kurativ, also sozusagen nachträglich, kann man da nicht mehr allzu viel ausrichten. Und dann möchte ich jetzt noch ein bisschen auf den Apfelanbau eingehen. Das ist im Prinzip in Deutschland die pflanzenschutzintensivste Kultur. Wenn man das vergleichen möchte, kann man den Behandlungsindex heranziehen. Der soll halt einfach verschiedene Kulturen in ihrer Pflanzenschutzintensität, also vor allem im Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, vergleichbar machen. Und ich habe hier für 2020 mal die Werte aufgeführt. Und da sieht man Mais ganz links, ist eigentlich relativ unkompliziert. Und Apfel hat mit Abstand den höchsten Wert, was eben auch auffällt. Die drei höchsten Werte sind also Hopfen, Wein und Apfel, das sind alles Dauerkulturen. Der Grund für diesen vermehrten Einsatz im Apfelanbau ist der Apfelschorf Venturia inequalis. Hier auf dem Foto zu erkennen, macht vorrangig diese dunklen Flecken auf den Blättern. Das kann dann aber auch auf die Früchte übergehen und macht diese Früchte nicht mehr vermarktungsfähig. Hier ist es eben auch so, Schutz ist eigentlich nur präventiv möglich. Infektionspotenzial entsteht aus dem Falllaub. Also entweder muss man das reduzieren, aber selbst damit erreicht, oder das kann man einfach nicht zu 100% erreichen. Deswegen ist hier der chemische Pflanzenschutz eben ergänzend notwendig. Allerdings sind immer die Zeitfenster für den richtigen Behandlungszeitpunkt sehr eng. Das hängt auch damit zusammen, dass die Infektion wetterabhängig ist, insbesondere vom Niederschlag. Und das heißt, hier ist eine korrekte Prognose auch in jedem Fall abhängig vom Wetterbericht oder vor allem von der Wettervorhersage. Und die ist halt nicht immer hundertprozentig zutreffend. Ja, wie unterstützen wir das? Indem wir einfach bestimmen, wie hoch die Infektionsgefahr ist, die gerade vom Falllaub ausgeht zum Beispiel. Es ist sozusagen auch eine Art Bekämpfungsrichtwert. Also wenn wir mehr als 1000 Sporen pro 20 Milligramm Falllaub finden, das ist hier mal so als rote Linie dargestellt, dann geben wir das an die Pflanzenschutzdienste weiter, die das dann in ihre Beratungsempfehlungen einfließen lassen. Und also hier die blauen Balken, das sind die Zahlen aus dem letzten Jahr. Wir bestimmen den Wert einmal in der Woche. Das ist sozusagen, das hier unten sind die Kalenderwochen, in denen dann eben Pflanzenschutz gegen den Apfelschorf unbedingt erforderlich ist. Das ist übrigens, also hier gerade ist Kalenderwoche 12, nächste Woche Kalenderwoche 13, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo es losgeht. Wobei dieses Jahr sieht es eben so aus, das sind die grünen Balken, dass die Entwicklung etwas später ist als letztes Jahr. Und das ist dann eben vielleicht schon mal ein oder zwei Pflanzenschutzbehandlungen weniger, die durch diese Werte, oder die Erkenntnis kommt dann eben durch diese Werte.
Das überspringe ich jetzt aus Zeitgründen. Worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist, gibt es eigentlich Pflanzenschutz außerhalb der Landwirtschaft? Weil Ziel von der integrierten Pflanzenschutz ist ja die Sicherung der Leistungsfähigkeit der Kulturpflanze. Es gibt einmal abweichende Regelungen für nichtberufliche Anwender, insbesondere Haus- und Kleingärten betrifft das, macht ungefähr 5% vom Pflanzenschutzmittelabsatz aus. Und dann gilt quasi im Pflanzenschutzgesetz grundsätzlich ein Anwendungsverbot von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf Nichtkulturen. Beziehungsweise, falls es doch notwendig ist, ist dafür eben eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. Und ja, das offensichtlichste Beispiel hier sind zum Beispiel die Gleisstrecken der Deutschen Bahn, die mit Herbiziden behandelt werden, was dann eben auch dazu führt, dass die Deutsche Bahn der größte Einzelabnehmer von zum Beispiel Glyphosat ist. Dann bin ich bei meinen Take-Home-Messages. Was ich noch mal einmal ganz deutlich sagen möchte, ist, dass sich alle, also sofern sie wirksam sind, Pflanzenschutzmaßnahmen negativ auf die Zielorganismen und Schadterreger auswirken. Das ist der Sinn von diesen Pflanzenschutzmaßnahmen. Also aus der Perspektive der Zielorganismen sind sie eben ja, schädlich. Dann konnte ich hoffentlich vermitteln, dass Pflanzenschutz eben viel mehr einfach ist als einfach nur der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und sehr anspruchsvoll ist. Und aus dieser Komplexität heraus gibt es einfach keine Automatismen. Also weniger Pflanzenschutzmitteleinsatz bedeutet nicht automatisch mehr Naturschutz oder Klimaschutz oder Nachhaltigkeit oder Biodiversität. Aber, das möchte ich an dieser Stelle dann auch nochmal ganz klar sagen, weniger Pflanzenschutzmitteleinsatz ist auch nicht gleichbedeutend mit weniger Ertrag, weil es eben durchaus andere Möglichkeiten gibt. Ja, damit bin ich am Ende. Ich möchte mich sehr für die Aufmerksamkeit bedanken und freue mich dann auf die Diskussion später. Vielen Dank, Sabine, für diesen spannenden Vortrag, der uns einmal durch die ganze Welt des integrierten Pflanzenschutzes in Deutschland geführt hat. Ich sehe jetzt gerade keine Fragen im Chat noch und auch nicht im Q&A. Jetzt wäre nochmal die Chance, falls es akut Verständnisfragen geben würde an Sabine, die jetzt noch zu stellen. Ansonsten natürlich später in der Diskussion, da ist natürlich alle Zeit der Welt da, um sich damit zu beschäftigen. Sieht jetzt nicht danach aus. Okay, wunderbar. Dann würde ich direkt überleiten zu unserer nächsten Panelistin. Das ist Katrin Gramann. Katrin hat promoviert als Agrarwissenschaftlerin an der Universität Kassel im Bereich Stickstoffnutzung und Optimierung und ist zurzeit tätig in der Arbeitsgruppe Landnutzung und Governance des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung. Und ja, herzlich willkommen, Katrin, heute in der Diskussion. Und wir freuen uns, mit dir zu beiden und diskutieren zu können über innovative neue Möglichkeiten des Pflanzenschutzes. Ja, vielen Dank, Christian, für die Vorstellung und auch herzlichen Dank an Martin für die Einladung zu dieser Diskussionsveranstaltung. Kleinen Moment. So. Das klappt. Sabine, ja. Dich sehe ich noch, oder? Ja, gut, danke schön. Klappt. Okay, super. Jetzt muss ich nur noch, ich arbeite mit einem Bildschirm und ich warne schon mal vor, ich bin etwas erkältet. Wenn jetzt ganz kurz das Mikro ausgeht, dann ist das, weil ich irgendwie eine Hustenattacke bekomme und dann mal kurz aushusten muss. Okay, ja, ich beginne mal mit einer kurzen Einführung. Anfang 2019 startete die Forschungsinitiative auf dem Weg zu einer pestizidfreien Landwirtschaft der Forschungseinrichtung ZALF und des Julius-Kühn-Instituts aus Deutschland und aus INRAE aus Frankreich, die zwei größten Agrarproduzenten der EU und drei führende Agrarforschungseinrichtungen Europas schlossen sich zu einem europaweiten Netzwerk zusammen,
mit 34 Partnern und haben sich dann das Ziel gesetzt, den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft deutlich zu reduzieren. Konkret bedeutet das in der Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Union, dass diese Mittel um 50% bis 2030 reduziert werden sollen. Darauf aufbauend möchte ich jetzt in den kommenden 15 Minuten zeigen, an welchen Lösungen die Forschung aktuell arbeitet, um diese Ziele zu erreichen. Das ZALF befindet sich in Müncheberg, ca. 50 Kilometer östlich von Berlin in Brandenburg. Und kennzeichnend für dieses Bundesland sind große Betriebe mit einer durchschnittlichen Größe von 238 Hektar. Die landwirtschaftlichen Betriebe sind in der Regel hochmechanisiert und beschäftigen nur 1,7 Arbeitskräfte pro 100 Hektar. Die landwirtschaftliche Produktion wird von Winterkulturen dominiert. Davon sind 21% Winterroggen, 16% Raps, 13% Winterweizen und 8% Gerste. Und während des Sommers wird dann vor allem Silomais angebaut. Diese fünf Kulturen stellen also insgesamt fast 90% der Anbauvielfalt in Brandenburg dar. Und besonders in dem Landkreis Märkisch-Oderland, wo auch das ZALF ansässig ist, wird relativ intensive Landwirtschaft betrieben, die auch zu erhöhten Nitratbelastungen im Grundwasser führt. Diese Pyramide haben Sie jetzt bereits bei Sabine, meiner Vorrednerin, kennengelernt. Integrierter Pflanzenschutz bedeutet, alle verfügbaren vorbeugenden und nicht chemischen Maßnahmen zu nutzen, um die Kulturen gesund zu halten. Erst als letzte Maßnahme soll die chemische Bekämpfung genutzt werden, was aber oftmals in der Praxis aus wirtschaftlichen Gründen oder auch aus Aspekten der Planbarkeit bevorzugt wird. Zudem wurde auch in anderen Studien schon festgestellt, dass Pflanzenschutzmittel oft zum falschen Zeitpunkt oder auch vorsorglich gespritzt werden. Und viele dieser Entscheidungen und Maßnahmen im integrierten Pflanzenschutz finden meist auf Feldebene, also sehr schlagspezifisch statt. Und am ZALF arbeiten wir aber daran, dass hier ein grundlegender Wechsel hin zum gesamten Agrarsystem auf Landschaftsebene wichtig ist. Denn die Schädlinge, die stoppen ja nicht am Ackerrand. Und das ist insbesondere für die präventiven Maßnahmen in der Basis der Pyramide von außerordentlicher Bedeutung. Hier am ZALF setzen wir auf das Konzept der Erhöhung der Vielfalt in Agrarlandschaften. Die erhöhte, vielfältigere Anordnung und Zusammenstellung von Feldern und Ackerkulturen kann durch räumliche und zeitliche Maßnahmen erfolgen, die allesamt das Ziel haben, zu den Reduktionszielen von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft beizutragen. Räumliche Veränderungen oder räumliche Vielfalt können wir zum Beispiel durch die Veränderung der Feldgröße schaffen oder auch die Veränderung der Feldform. Auch Mischanbau mehrerer Kulturen auf einem Feld erhöhen die räumliche Diversität. Und die zeitliche Vielfalt wiederum kann man zum Beispiel durch verschiedene Aussaattermine derselben Kultur schaffen, durch die Aussaat verschiedener Sorten und die Nutzung von Kulturen unterschiedlicher Wurzelsysteme. Wir müssen unsere Anbausysteme also so verbessern, dass sie aus sich heraus widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlingsbefall werden und den Unkrautdruck verringern, aber auch resilienter gegen Wetterextreme werden. Und so gibt es Studien, die zeigen, dass eine erhöhte Vielfalt von Ackerkulturen, eine Erhöhung der Feldranddichte durch kleinere Felder, die Nutzung von Strukturelementen wie Hecken und Blühstreifen, natürliche Gegenspieler und Bestäuber anziehen. Und dass auch eine dauerhafte Bodenbedeckung, wie wir sie zum Beispiel durch den Einsatz von Zwischenfrüchten erreichen, im Winter Bodenerosion vorbeugt. Ein weiterer Schritt wäre dann die standortangepasste Bewirtschaftung verschiedener Kulturen und weiteren Feldelementen auf einem Acker. Das bedeutet also, dass auf jedem Teil des Ackers dann nur diejenigen Kulturen stehen, die an die vorhandenen Bedingungen angepasst sind. Sandlinsen im Ackerboden werden dann mit anspruchsloseren Kulturen bepflanzt. Tonlinsen werden mit anspruchsvolleren, nährstoffzehrenden Kulturen bepflanzt. Und Zonen des Feldes, die eigentlich für Ackerbau gar nicht mehr in Frage kommen, könnten dann zum Beispiel mit Blühstreifen bestellt werden. Sie sehen also, dass es uns darum geht, unsere Anbausysteme grundlegend zu überdenken, auch wenn die Auswirkungen und Vorteile erst in einigen Jahren sichtbar werden.
Zum anderen geht es halt auch nicht nur darum, Pflanzenschutzmittel insgesamt zu reduzieren, sondern auch Lösungen für die vielen anderen Herausforderungen der landwirtschaftlichen Produktion hinsichtlich Klimawandel, dem Erhalt der Biodiversität, der Reduktion von mineralischen Düngemitteln oder Ernährungssicherheit zu finden. Der Einsatz von ein- und mehrjährigen Blühstreifen und Hecken hat in einer großen Meta-Analyse von Albrecht von vielen verschiedenen Versuchen weltweit gezeigt, dass sie zur natürlichen Schädlingskontrolle beitragen und auch zu einem geringeren Grad Bestäuber fördern. Die Voraussetzung für die Verwirklichung solcher Maßnahmen ist allerdings, dass wir unsere Äcker genau untersuchen und ihre Potenziale kennen. Im Falle unseres Landschaftsexperimentes Patchcrop, welches ich nun in den kommenden Folien vorstellen möchte, haben wir versucht, viele dieser Maßnahmen der Erhöhung der räumlichen und zeitlichen Vielfalt parallel unterzubringen, um sie gleichzeitig und ganzheitlich untersuchen zu können. Und Sie werden gleich sehen, dass es sich bei Patchcrop nicht um eine konventionelle faktorielle Versuchsanlage handelt, aber um die Entwicklung einer experimentellen Plattform zur systematischen Untersuchung überlappender Effekte einer manipulierten Diversifizierung eines Feldes. Und in dieser Grafik können Sie auch nochmal die verschiedenen Informationen sehen, die uns dafür zur Verfügung stehen und die auch viele Landwirte und Landwirtinnen darauf Zugriff hätten. Durch Satellitenaufnahmen und digitale Höhenmodelle, Ertragskarten, Bodenkarten und so weiter, die dann miteinander verschnitten werden können, um dann wirklich eine genaue zonale Analyse des Feldes zu bekommen. Ja, und hier zeige ich Ihnen jetzt auch schon den Versuchsaufbau von Patchcrop. Es handelt sich also um ein insgesamt 70 Hektar großes Feld, welches wir im Zuge unserer Fragestellungen und Möglichkeiten komplett umgestaltet haben. Das Feld gehört zu einem großen ackerbaulichen Betrieb, der Komtura Lietze. Es ist also ein On-Farm-Versuch, der zusammen mit dem Landwirt entwickelt wurde. Und die Umgestaltung hat im März 2020 begonnen. Also wir haben jetzt schon 2 Versuchsjahre hinter uns. Das Feld wurde zuerst auf seine Boden- und Ertragsvariabilität hin untersucht und dann in 2 Zonen, eine Hoch- und eine Niedrig-Ertragspotenzialzone geteilt. Sie sehen im Hintergrund dieser Karte auch den stark variablen Sandbodenanteil im Oberboden. Dann haben wir uns auf die kleinste mögliche Feldgröße geeinigt, in der man mit der herkömmlichen Maschinentechnik des Betriebes weiterhin die Bewirtschaftung in den Feldern durchführen kann. Und aufgrund der Arbeitsbreite von 36 Metern haben unsere kleinen Felder, die wir Patches nennen, eine Größe von 72 mal 72 Meter. Also etwa einen halben Hektar, sodass der Trecker oder die Spritze im Patch auch noch einmal drehen kann. Genau, und von diesen Patches haben wir jetzt aktuell 30 Stück auf dem Feld. Und für jede Ertragszone haben wir dann eine standortangepasste Fruchtfolge entwickelt, die jeweils Sommer- und Winterkulturen, aber auch Leguminosen und Deckfrüchte enthält. Und all diese Kulturen werden parallel nebeneinander in einem Jahr auf dem Feld angebaut. Also wir haben 9 Kulturen zur Vegetationsperiode auf dem Feld. Zudem gibt es 3 Blöcke für verschiedene Landnutzungsintensitäten. Der rote Block, den man hier auf der Karte sieht, stellt den konventionellen betriebsüblichen Pflanzenschutz dar. Der blaue Block beinhaltet reduzierten, situationsbezogenen Pflanzenschutz und richtet sich nach Schadschwellenmonitoren und Bekämpfungsrichtwerten, von denen wir gerade schon gehört haben. Und der dritte Block ist ebenfalls reduzierter Pflanzenschutz und beinhaltet zusätzlich noch Blühstreifen für weitere Vielfalt und bietet weiteres Reduktionspotenzial für Pflanzenschutzmittel. Und alle Forschungsaktivitäten zum Pflanzenschutz werden vom JKI in Kleinmachnow begleitet und evaluiert. Und durch all diese Maßnahmen, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, war es uns also möglich, die 3 Dimensionen der Diversität in Patchcrop sowohl räumlich als auch zeitlich und genetisch zu erhöhen und so wirklich einen hohen Grad von Vielfalt auf dem Acker zu schaffen.
Ja, da es ja nun heute um Pflanzenschutzmittel geht, möchte ich in dieser Folie kurz zeigen, welche Maßnahmen in Patchcrop dazu beitragen oder in Zukunft dazu beitragen werden, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Das betrifft zum einen den verminderten Einsatz von Herbiziden durch eine weitere Fruchtfolge und die Winterzwischenfrüchte, aber auch durch mechanische Bodenbearbeitung, durch Striegel und Hacke, wie in den Bildern zu sehen. Den Einsatz von Insektiziden wollen wir ebenfalls durch die weiteren Fruchtfolgen, aber auch durch diese Blühstreifenanlagen reduzieren. Und in Zukunft könnte auch die Ausbringung von Parasitoiden eine Rolle spielen. Der Einsatz von Fungiziden kann ebenfalls durch die weiten Fruchtfolgen Fungizide reduziert werden. Und außerdem wählen wir natürlich resistente Sorten aus und planen in Zukunft auch noch Tests mit anderen alternativen Produkten. Ich weise noch einmal darauf hin, dass es sich hier also um optimierte, situationsbezogene Entscheidungen und Maßnahmen handelt. Es sind keine festen Behandlungen, also feste Treatments in diesem Experiment. Und alle Kulturen werden wöchentlich begutachtet, gegebenenfalls bonitiert und dann wird entschieden, ob eine Maßnahme nötig ist oder nicht. Allerdings habe ich jetzt ein wichtiges Detail noch nicht erwähnt. Sie fragen sich wahrscheinlich alle schon, was das jetzt eigentlich mit der Praxis und der Realität der Landwirte zu tun hat, plötzlich große Felder wieder zu zerkleinern und zu zerteilen. Und ich muss Sie da jetzt auch um etwas Geduld bitten, was die Praxisrelevanz angeht. Denn auch wenn es sich hier um einen On-Farm-Versuch handelt, geht es tatsächlich nicht darum, den Landwirt davon zu überzeugen, solche Diversifizierungsansätze in diesem extremen Grad jetzt umzusetzen, sondern wir betreiben mit dem Experiment Grundlagenforschung. Wir wissen also bisher so gut wie nichts über die Auswirkungen, Vor- und Nachteile solcher kleinteiliger, standortangepasster und umweltgerechter Anbausysteme. Und ganz wichtig ist dabei, dass all unsere Ideen und Maßnahmen in der Zukunft nur durchführbar sind, wenn digitale Technologien zur Verfügung stehen. Hier gibt es bereits einige Feldrobotermodelle auf dem Markt. Auch die Entwicklung neuer Prototypen geht aktuell super rasant voran. Und das Spektrum der Anwendung ist vielfältig. Für PatchCorp und unseren Forschungsfragen kommen da besonders zwei Anwendungen von Feldrobotern oder Drohnen oder digitalen Technologien in Frage. Zum einen sind das Feldroboter, die in der Lage sind, mittels Kameraerfassung und paralleler Bildalgorithmus Analyse Unkraut präzise zu erkennen und zu entfernen. Und zum anderen sind das auch Drohnen, die punktuelle Anwendung von Fungiziden oder Insektiziden durchführen können oder auch Trichogramme ausbringen können. Auch Roboter zur Aussaat oder für weitere intervenierende Maßnahmen sind für uns und diesen Versuch von großem Interesse, weil wir einfach solche kleinen Feldgrößen effizient nur mit ganz kleinen Geräten bewirtschaften können. Ja, auch andere digitale Technologien werden im PatchCorp eingesetzt und getestet. Unter anderem nutzen wir hier die digitale Gelbschale, die durch KI, künstliche Intelligenz-basierte Bilderkennungstechnologien ermöglichen soll, ortsunabhängig die Schädlingsaktivität auf den Rapsschlägen zu überwachen. Und Sie sehen also, dass wir hier über der Gelbschale ein Kameramodul installiert haben, was Fotos von diesen Gelbschalenfängen macht. Diese Fotos werden durch einen eigens von Bayer entwickelten Algorithmus dann ausgewertet und die Landwirte können sich dann die Ergebnisse in Zukunft auf ihren Smartphones anzeigen lassen. Aktuell testen wir jetzt schon den dritten Prototypen und wenn das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten alles gut läuft, dann wird die Gelbschale wahrscheinlich Ende des Jahres noch auf den Markt kommen. Und solche Überwachungssysteme können die Grundlage für ein zuverlässiges Simulationsmodell sein, mit dem man sich zum Beispiel die Ausbreitung von fliegenden Rapsschädlingen in der Agrarlandschaft und das Auftreten auf spezifischen Schlägen vorhersagen lassen kann. Und das würde natürlich nur funktionieren, wenn auf regionaler Ebene verschiedene Landwirte, verschiedene Betriebe diese Gelbschalen dann noch aufstellen. Und natürlich auch die Erlaubnis dafür geben, dass die Daten dann zugänglich sind. Dann zeige ich Ihnen hier noch ein ähnliches Überwachungssystem für Fliegenschädlinge. Das wurde von der dänischen Firma Fauna Photonics entwickelt.
Wir haben zwar ja, diese Insektenfalle. Bisher noch nicht im Patchcrop getestet, aber ich wollte Ihnen trotzdem mal diese ja, geniale Technologie dahinter vorstellen. Also hier wird durch Sensoren der Flügelschlag der Insekten analysiert, also wie groß die Flügel sind und wie schnell sich die Flügel bewegen. Und daraus können dann Rückschlüsse auf die Arten gezogen werden, um die dann an diesem Insektensensor, an dieser Kamera, an dieser Box dort vorbeifliegen. Und diese wird im Feld aufgestellt und sendet die Daten dann auch direkt ins Internet der Dinge. Und aktuell gibt es da auch schon vorhandene Algorithmen für die Identifizierung von verschiedenen Schädlingsarten in Raps, Zuckerrüben und Wintergetreide. Wir testen in PatchCrop auch weitere Applikationen, wie den Xavio Field Manager, der zum Beispiel auch Wetteranalysen macht und Vorschläge zu zum Beispiel Ausbringungen von Fungiziden gibt oder wenn das Risiko besonders hoch ist, dass Pilzbefall auftreten könnte. Dann nutzen wir die Scouting-App zur Unkrautbestimmung, die Magic Scout von Bayer in Kombination mit diesen digitalen Gelbschalen und haben aktuell seit diesem Jahr auch den Stenon-Bodensensor, den können Sie hier unten sehen. Der hat zwar jetzt natürlich direkt nichts mit Pflanzenschutzmitteln zu tun, wird aber genutzt, um ja, einige Bodenparameter zu bestimmen und auch Düngemittelempfehlungen. Und wir denken, dass diese Informationen über den Zustand unseres Bodens letztendlich auch stark mit der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen korrelieren und ein gesunder Boden somit auch in der Lage ist, bestimmte Stressoren der Aquakultur abzufangen. Ja, zu guter Letzt möchte ich Ihnen auch noch einen Ausblick auf die Aktivitäten und Schwerpunkte geben, die wir jetzt in diesem Jahr am ZALF haben. Im Rahmen von PatchCrop. Vielleicht ist auch der ein oder andere dann daran interessiert, an einem zukünftigen Austausch. Deshalb hier auch der Hinweis auf unseren Feldrobotiktag am 3. Mai. Und genau, wir haben jetzt seit einigen Wochen den autonomen Hackroboter von Nayo Oss, welchen wir in diesem Jahr zuerst einmal für die mechanische Unkrautkontrolle im Mais einsetzen werden. Und dann haben wir auch ein Auftragsprojekt mit der TU Dresden, die an die Einbindung von PatchCrop in das Computerspiel Landwirtschaftssimulator arbeitet. Da können Sie hier auch eine Simulation des Experimentes sehen. Und hier sehen Sie noch einige Anbaugeräte und Einsatzgebiete für den Nayo Oss. Also man kann zum Beispiel Fingerhacken anbauen oder Striegel. Und ganz unten sieht man dann auch noch ein Anbaugerät zur Einsaat. Also es ist sozusagen so ein kleiner Lego-Roboter, in dem man ganz viele verschiedene Teile anbauen könnte. Ein Multi-Purpose, Multi-Use-Roboter. Gut, ja, das war's von meiner Seite. Wir haben auch eine Internetseite von PatchCrop. Wenn Sie da noch weitere Informationen haben wollen, was da gerade passiert, welche Abschlussarbeiten dort stattfinden, welche Fragestellungen wir haben, welche Technologien wir einsetzen, das finden Sie alles dort auf der Internetseite. Gut, das war's von meiner Seite. Großartig. Vielen, vielen Dank, Katrin. Ich fand es richtig spannend, auch zu sehen, wie ihr Grundlagenforschung mit Biodiversität und Technologieentwicklung und Digitalisierung miteinander verknüpft. Das ist eine ganz schöne Bandbreite, die ihr da in eurem Forschungsprojekt abbildet. Und ich fand es sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Wir haben direkt tatsächlich eine kurze Verständnisfrage im Chat zu deinem Vortrag. Matteo Laskowski fragt, was ist eine Gelbschale und wie funktioniert sie? Ah, okay. Ja, also die Gelbschalen werden in der Praxis von den Landwirten im Raps aufgestellt, um eine Idee davon zu bekommen, wie der Schädlingszuflug ist. Also es ist eine eher quantitative Einschätzung, das heißt, die Schädlinge fliegen dann in diese Rapsschale rein, die ist befüllt mit Wasser oder Fettwasser und in regelmäßigen Abständen muss der Landwirt dann
zu seinem Feld und gucken, wie viele Schädlinge dort drin sind, zum Beispiel Rapskleinstkäfer, Rüsselkäfer. Und da muss er die zählen. Und dieses Zählen ist super aufwendig, je nachdem, wie viel halt drin sind. Also wir hatten heute zum Beispiel in unseren über 800 in einer Gelbschale. Das bedeutet, also wenn man vernünftig zählt, das würde man bei 800 natürlich nicht mehr machen, weil man da schon lange die Schadschwelle überschritten hat. Aber es kostet Zeit und wenn man viele, viele Rapsschläge hat, dann hat man viele Gelbschalen und mit so einer digitalen Gelbschale würde man halt einfach den Landwirt dabei unterstützen, dieses Zählen nicht mehr per Hand zu machen. Allerdings gibt es, es ist wie gesagt nur eine grobe Einschätzung des Schädlingszufluges. Es sagt noch nichts darüber auf, wie gefährlich dieser Schädling dann tatsächlich für die Pflanze an sich sein muss oder kann. Dafür muss man dann nochmal andere Punituren an der Pflanze selber durchführen. Dafür hat der Landwirt aber noch weniger Zeit. Also von daher, genau. Also im Wesentlichen eine Art gelbe Schale halt, in die ähnlich wie auf helle Oberteile im Sommer irgendwelche Insekten. Genau, der Raps, der blüht ja gelb, sprich, das ist so eine Imitation, dass der Käfer denkt, er fliegt zur Blüte. Mhm. Also das ist tatsächlich nicht nur im Raps, also im Obst sind es so gelbe Klebtafeln. Hat nicht unbedingt mal was mit der Blütenfarbe oder mit der Frucht zu tun. Scheinbar finden Insekten dieses Gelb einfach super attraktiv. Und das funktioniert eben oder wird auch woanders eingesetzt. Beschränkt sich gar nicht auf. Die gelben Klebtafeln kenne ich sogar aus der Arabidopsis thaliana Grundlagenforschung in unseren Pflanzenkammern. Auch da haben wir gelbe Klebtafeln, um festzustellen, ob wir irgendwelche Fliegen haben. Ich würde vorschlagen, dass wir die anderen beiden Fragen, die im Chat sind, am Anfang unserer Diskussionsphase beantworten werden. Ich denke, die sind mehr an dich gerichtet, Sabine. Ich würde die Zwischenzeit gerne dafür nutzen, um mich noch einmal bei Katrin für ihren Vortrag zu bedanken. Wir haben auch von Martin schon eine Meldung im Chat bekommen, dass er den Vortrag auch ganz großartig fand, weil es seine Lieblingsthemen, Landwirtschaftssimulation und Digitalisierung, wunderbar verknüpft. Wir haben jetzt im Verlauf unserer letzten beiden Vorträge schon einiges über integrierten Pflanzenschutz gehört und wie man verschiedene Maßnahmen kombinieren kann und sollte, um Pflanzenschutz effektiv mit möglichst geringem Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln möglicherweise gestalten kann. Aber der beste Pflanzenschutz wäre ja, wenn die Pflanze gar nicht erst krank wird. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir zu dieser Frage Dr. Hendrik Hanekamp heute Abend als Speaker gewinnen konnten. Hendrik hat zuerst in Göttingen Biologie und Pflanzenzüchtung studiert und im Anschluss promoviert zu der Blattdürre, einer Art Schädling, die Mais befällt. Und er hat dazu ein Screening, also eine Durchschau von verschiedenen Sorten von Mais durchgeführt. Seitdem er 2016 promoviert hat, arbeitet er als Leiter im Sachgebiet Mykologie und abiotische Schadursachen beim Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist, Hendrik. Ja, Svenja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich hier heute teilnehmen darf. Ich muss ein kleines bisschen korrigieren, also ich habe nicht Biologie studiert, ich habe Agrarwissenschaften studiert, im Bachelor und Master in Göttingen und dann ein Rassenmonitoring im Mais durchgeführt. Ich habe auch keine Sorten gescreent, ich habe eher Pilzisolate aus ganz Europa gescreent, aber alles gut soweit. Ich teile erstmal meinen Bildschirm, genau, damit ich starten kann. So, mein Bildschirm müsste zu sehen sein jetzt. Dann will ich auch direkt starten. Svenja hat schon gesagt, ich arbeite bei der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen. Vielleicht ein, zwei Worte zur Landwirtschaftskammer. Also wir sind in erster Linie eine beratende Institution für die Landwirte in Niedersachsen. Und zwar in eigentlich allen Bereichen, die Landwirtschaft abdeckt. Über Fischerei, Forst bis hin eben zur Pflanzenproduktion. Ich selbst, wie Sven ja schon gesagt hat, arbeite im Pflanzenschutzamt und somit für den Pflanzenschutzdienst Niedersachsen
und leite das Sachgebiet Mykologie. Meine wesentlichen Tätigkeiten und Aufgaben sind einerseits ein Diagnoselabor. Also wir betreiben ein Diagnoselabor für alle Menschen da draußen, die an Aquakulturen wissen möchten, was diese krank macht. Und wir versuchen das dann zu diagnostizieren und ein Ergebnis bereitzustellen. Darüber hinaus legen wir Feldversuche an, sowohl Sortenversuche als auch Fungizidversuche, in denen wir eben die beste Möglichkeit herausfinden wollen, um Schadterreger zu bekämpfen. Und als letztes eben wollen wir diese Informationen, die wir aus den Versuchen generieren, für die Beratung, für die Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes in die Praxis tragen. Was der integrierte Pflanzenschutz ist, das haben wir schon in beiden Vorträgen gehört, das schöne Dreieck in der Basis unten, die vorbeugenden Maßnahmen. Und da komme ich zu meinem Vortrag. Der genetische Pflanzenschutz, Sie alle sehen es hier als Titel. Ich finde diesen Begriff so sympathisch, weil er genau das beschreibt, was Svenja gerade gesagt hat. Im besten Falle ist es ja so, dass die Pflanzen von sich aus schon widerstandsfähig sind und gar keine Pflanzenschutzmittel benötigen. Und der Begriff des genetischen Pflanzenschutzes vereint eben den Pflanzenschutz häufig in der Praxis, vernehme ich es bei Landwirten oder in der Agrarszene, sage ich mal, dass der Begriff Pflanzenschutz häufig mit chemischem Pflanzenschutz synonym verwendet wird. Und da möchte ich einfach den Begriff des genetischen Pflanzenschutzes platzieren und ihn im Laufe der nächsten 15 bis 20 Minuten mit Leben füllen. Gleichzeitig stelle ich die Frage zu Beginn, was kann die Züchtung leisten in diesem Zusammenhang? Und im Wesentlichen werde ich auf diese Kulturen eingehen, die hier zu sehen sind. Das ist die Zuckerrübe, die Kartoffel und der Weizen. Aber zunächst möchte ich einmal beginnen, da ist Sabine auch in ihrem Vortrag schon in gewisser Weise drauf eingegangen, warum Pflanzen überhaupt Schutz brauchen. Und sehr schön anschaulich hat David Spencer das in seinem Science Slam immer beschrieben und dargestellt. So gut und anschaulich kann ich es leider nicht machen hier. Ich mache es auf meine Art. Und das ist einfach die Nennung der Dinge, die hier eine Rolle spielen. Und das ist zunächst einmal die Kulturpflanzen, die wir verwenden, haben natürlich einen langen Domestikationszeitraum hinter sich, viele tausend Jahre. Also durch Selektion und Züchtung wurden sie auf Bekömmlichkeit gezüchtet, damit wir sie essen können oder auch die Tiere damit füttern können. Und letztlich bedeutet das nichts anderes, als dass wir diesen Pflanzen Stoffe entzogen haben, also Glykosinolate, Bitterstoffe, Giftstoffe, Solanin aus der Kartoffel zum Beispiel, Zellwandstabilität oder auch Behaarung von Stielen, Stängeln, die vielleicht Insekten abwehren würden. Darüber hinaus ist die Züchtung natürlich final auf möglichst hohen Ertrag ausgerichtet, unabhängig davon, ob wir über ökologische oder konventionelle Züchtungen sprechen. Und das hat als Ergebnis natürlich immer ein erhöhtes Substratangebot in der Pflanze für Pathogene und Schädlinge. Und grundsätzlich ist es so, das hat Katrin gerade schon angesprochen in ihrem Vortrag, wir haben in der Praxis auf den Flächen homogene Bestände. In der Regel haben wir eine Kultur auf einer Fläche. Das heißt beispielsweise den Weizen auch nur mit einer Sorte. Und wenn dann in einer Region auch noch viel Weizen steht, dann wird natürlich auf Schadterreger ein Selektionsdruck ausgeübt, dass diese eventuell die vorhandenen Resistenzen möglicherweise überwinden. Und dann sind wir in einer Situation, dass diese Pflanze natürlich anfällig ist. Hier auf der linken Seite abgebildet mal eine Kulturpflanze, hier unten der Kulturmais, das erkennt jeder. Aber der Urmais, wenn man so will, als Theosinte bezeichnet, hat vom Habitat fast nichts mit Mais zu tun, mit dem heutigen Mais. Die Körner sind extrem hart und im Laufe der Domestikation, viele tausend Jahre, haben wir eben den heutigen Kulturmais, der diese Eigenschaften hier vereint. Insgesamt kann man sagen, dass die Kulturpflanzen, die wir heute haben, ein Ergebnis andauernder genetischer Veränderungen als Anpassung an die Bedürfnisse des Menschen darstellen. Und zwar im Rahmen der Domestikation und jetzt in den letzten Jahrzehnten die Züchtung. Ich werde jetzt im Folgenden auf die Hauptkulturen eingehen und anders als in meinem Vorgängervortrag jetzt vorhin von Katrin wirklich in die Praxis einsteigen. Wir haben es direkt mit den Landwirten zu tun und als erstes Beispiel möchte ich die Kartoffel bringen. Warum braucht die Kartoffel Pflanzenschutz? Ja, der Erreger der Kraut- und Knollenfäule ist vielen, vielleicht sogar allen geläufig, Phytophthora infestans. Es ist ein
Omizid, kein Pilz für alle Experten. Ich werde trotzdem ihn jetzt hier als Pilz beschreiben. Also dieser Pilz befällt den Blattapparat der Pflanze, infiziert das Blatt und letztlich lässt er das gesamte Blatt absterben und die photosynthetisch aktive Fläche damit deutlich reduziert bis komplett eliminiert. Und das bedeutet dann natürlich als Ergebnis, dass der Ertrag deutlich reduziert ist. Auf dem Bild hier, das bin ich hier zu sehen, in einer unserer Versuchsflächen, auf der linken Seite eine Versuchsparzelle, die als Kontrolle dient, ohne Fungizidapplikation. Auf der rechten Seite hier eine Parzelle, die in diesem Fall 8 bis 10 Mal mit Fungiziden behandelt wurde. Und wir haben in unseren Versuchen über die Jahre herausgefunden, das ist auch keine neue Erkenntnis, dass wir von 40-80% Ertragsverlusten sprechen, je nach Witterung in dem entsprechenden Jahr. Also die Kraut- und Knollenfäule kann enorme Ertragsverluste verursachen, wenn die Witterung entsprechend vorteilhaft für den Erreger ist. Und selbst die dann erhaltene Ernte kann noch im Lager stark von diesem Erreger geschädigt werden. Das sieht man hier unten an den Knollen. Deshalb eben auch Knollenfäule kann auch im Lager noch zu massiven Ausfällen führen. Das soll hier nur ein Beispiel gewesen sein. Ich werde jetzt im Folgenden nicht weiter auf die Kartoffel eingehen, obwohl die Kraut- und Knollenfäule eigentlich ein hervorragendes Beispiel wäre, um Themen weiter, den genetischen Pflanzenschutz daran aufzuzeigen. Ich werde mich jetzt auf den nächsten Folien mehr mit dem Weizen beschäftigen. Auch eine sehr wichtige Kultur und gerade aktuell vor dem Hintergrund der neu aufkommenden Diskussion um Ernährungssicherung spielt der Weizen eine überragende Rolle. Und ich habe jetzt 4 Erreger mal aufgezeigt, dargestellt, Blattkrankheiten aus dem Weizen. Und ich fokussiere mich jetzt im Folgenden auch nur auf diese 4. Also einmal 2 Rostarten, der Gelbrost und der Braunrost. Die Erreger sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich durch Sporenflug über viele hunderte Kilometer pro Saison verbreiten können. Das spielt eine große Rolle bei der Anpassung an Sortenresistenzen und darüber hinaus insbesondere der Gelbrost zu enormen Ertragsverlusten führen kann. Septoria, historisch eigentlich die bedeutendste Krankheit im Weizen, was sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren etwas geändert hat, auch weil die Sorten etwas widerstandsfähiger geworden sind. Der Mehltau, auftauchend hier als weißen Pilzbelag, wie man ihn vielleicht auch von zu Hause irgendwo kennt, das sind nichts anderes als Sporen, die dann auch sehr weite Distanzen zurücklegen können. Und Mehltau spielt vor allem im jungen Weizen eine Rolle. Und auch in anderen Kulturen, wie beispielsweise Gerste oder Tritikal. Ja, worauf möchte ich jetzt hinaus? Der genetische Pflanzenschutz bei uns bei der Landwirtschaftskammer oder im Rahmen von Versuchen bei der Landwirtschaftskammer testen wir Sorten auf Herz und Nieren, so will ich es mal sagen, im Rahmen unserer Landessortenversuche insgesamt an 23 Standorten. Und was ich hier jetzt dargestellt habe, ist ein Auszug der Ergebnisse dieser Landessortenversuche, die wir dann direkt den Landwirten zur Verfügung stellen. Wir sehen hier einen Sortenblock aus dem Segment B, also Qualitätssegment B. Ich will jetzt gar nicht auf jede einzelne Zahl eingehen. Wichtig ist diese Spalte, auf die ich etwas genauer eingehen möchte. Und zwar ist hier der Ertragseffekt der Fungizide abgebildet. Wir sehen hier den Bereich Lehmböden Südhannover, also eine sehr hohe Ertragsregion. Wir sprechen hier von 104 Doppelzentnern, also etwa 10 Tonnen Weizen pro Hektar. Und hier sind die Ertragszahlen in relativen Werten dargestellt in den einzelnen Jahren zu den einzelnen Sorten. Und im Jahr 2020 sind jetzt in diesem orange umrandeten, in der orange umrandeten Spalte die Zahlen abgebildet, welchen Effekt es zwischen der Fungizidvariante in diesem Versuch gegeben hat und der fungizidfreien Variante. Wir testen diese Sorten also einmal unter Fungizidschutz, dass also Erreger keine Rolle spielen. Was ist das genetische Potenzial bezüglich des Ertrages? Und einmal, wenn sie diesem Erreger ausgesetzt sind und was sie diesem Erreger entgegenbringen kann. Also wie resistent sie letztlich sind. Und wir sehen schon, diese Werte gehen von 17% bis 2%. Das ist also der Bereich des Ertragseffektes der Fungizide. Und wir sehen auf der einen Seite 17% Ertragsverlust, also haben die Fungizide schon ganz schön Ertrag geschützt. Auf der anderen Seite aber auch, dass wir Sorten haben, die von sich aus widerstandsfähig sind, die eigentlich gar keine oder nur sehr geringe Mengen an Fungiziden benötigen. Und das ist schon mal der erste Punkt, den ich festmachen möchte. Resistente Sorten verringern das notwendige Maß an Fungiziden. Was das notwendige Maß ist, das hat Sabine ja schon besprochen.
Und das letztlich beschreibe ich als genetischen Pflanzenschutz. Und das können wir jedes Jahr in unseren Versuchen sehen, dass wir eben sehr wohl resistente Sorten im Portfolio haben. Ja, wenn wir jetzt Resistenzen in den Sorten haben, stellt sich natürlich die Frage, sind die denn für immer da und haltbar oder wirksam? Ich habe es jetzt hier mal als Haltbarkeit von Resistenzen in Weizensorten beschrieben. Und zwar abgebildet sind hier zunächst mal ohne Sorten, die blende ich jetzt gleich ein, die Jahre von 2012 bis 2021. Und auf der Linie hier in der Mitte ist also die Zahl 0 abgebildet und 0 spiegelt den Mittelwert der Sorteneinstufungen der Top 15 Sorten bezüglich der Krankheiten Braunrost, Gelbrost, Milter und Septoria, also die vier Krankheiten, die ich vorhin genannt habe. Das Bundessortenamt stuft jedes Jahr eben alle zugelassenen Sorten gegenüber diesen Krankheiten ein. Und wenn eine Sorte hier auf 0 liegt, dann entspricht sie genau dem Durchschnitt dieser Top 15 Sorten. Und die Top 15 Sorten beschreiben die Sorten, die bezogen auf die Vermehrungsfläche in den jeweiligen Jahren. Also die Top 15 Sorten bezogen auf die Vermehrungsfläche. Ich blende jetzt einfach mal die erste Sorte ein, dann kann man das sehen. Die Sorte Elixir, ein C-Weizen, zugelassen im Jahr 2020. Also die erste Säule ist immer das Zulassungsjahr. Und die Sorte Elixir war hier in den ersten Jahren also sehr widerstandsfähig, sehr resistent im Vergleich zum Durchschnitt der Sorten und hat im Verlauf der Jahre eben abgenommen, bezogen auf die Resistenzleistung. Und wir sehen hier, nach 6 Jahren, also im Jahr 2018, ist sie erstmal unter den Durchschnitt gerutscht und damit, wenn man so will, wenn man das so formulieren möchte, abgelaufen ist bezüglich ihrer Widerstandsfähigkeit. Eine weitere Sorte, jetzt in Orange hier dargestellt, RGT Reform, zugelassen in 2014, etwas geringeres Resistenzniveau als der Elixir, auch aus einem anderen Qualitätssegment, der Fairness halber hier, aber auch nach 6 Jahren festzustellen, dass die Einstufung unter den Durchschnitt gerutscht ist und nach 6 Jahren die Sorte, wenn man so will, abgelaufen ist. Als nächste Sorte die Sorte Benchmark, eine sehr ertragreiche Sorte und auch weit verbreitet angebaute Sorte in den letzten Jahren, zugelassen in 2015, grundsätzlich auf einem geringeren Resistenzniveau. Und hier ist schon nach 2 Jahren, wie man hier sieht, die Widerstandsfähigkeit deutlich unter den Durchschnitt gerutscht. Und das hat hier vor allem in der Anpassung des Gelbrosterregers an die Resistenzen im Benchmark geführt. Und das ist hier der Hintergrund. Ich blende jetzt noch 2 weitere Sorten ein, eher aktuellere Sorten. Einmal der Informer und die Sorte Azori, hier in Gelb und Grün dargestellt. Und hier sehen wir, dass sie sich, also beide in 2018 zugelassen, und beide befinden sich nach wie vor noch deutlich über dem Durchschnitt der Top 15 Sorten. Sie sind also noch sehr hoch, sehr gut widerstandsfähig gegenüber die hier genannten Blattkrankheiten und somit auch sehr wertvoll für den Anbau. Und das spiegelt sich auch eben aktuell wieder. Der Anbau dieser Sorten ist aktuell sehr hoch, basierend auf den Vermehrungsflächen. Ja, man kann das auch unter dem Begriff Boom and Bust Cycle zusammenfassen. Boom ist hier gemeint, dass wenn eine neue resistente Sorte auf den Markt kommt, die natürlich auch entsprechend Ertrag bringen muss, schnell stark zunimmt im Anbau und der Erreger dann die Zeit hat, natürlich sich an den Selektionsdruck, an die dort in der Sorte genutzten Resistenzgene anpassen kann und das, was ich jetzt dargestellt habe, im Zeitverlauf dann die Resistenz abnimmt. Und daraus resultierend dann auch der Anbauumfang dieser Sorte in der Praxis abnimmt. Und das ist dann mit Bust in diesem Fall gemeint, also Boom and Bust Cycle in diesem Zusammenhang. Ja, wir haben jetzt in die Entwicklung der Sorten über die Jahre geschaut. Ich möchte jetzt einmal die aktuellen Top 15 Weizensorten einblenden. Ich habe vorher überlegt, ob ich tatsächlich Namen nutzen soll, aber ich denke, warum nicht? Das sind Daten, die frei verfügbar sind, downloadbar beim Bundessortenamt. Und dargestellt sind hier, wie gesagt, die Top 15 Sorten basierend auf den Vermehrungsflächen in 2021. Und die Darstellung hier genauso, wenn die Säulen nach oben ausschlagen, sind sie also deutlich resistenter als der Durchschnitt, nach unten eben entsprechend anfälliger. Und wir sehen hier einen Block mit grünen Sorten, hier mal in grün dargestellt, die deutlich nach oben hin ausschlagen, dann einen großen Bereich, die sich so um den Mittelwert bewegt und einen Bereich mit 3 Sorten, die eher unterdurchschnittlich resistent sind gegenüber oder verglichen unter den Top 15 Sorten. Ich habe mal jetzt das Alter dieser Sorten mit eingeblendet und wir sehen, dass die
resistenten Sorten in diesem Fall jetzt ein Alter von 3,2 Jahren haben, die mittleren Sorten hier von 4,1 und die, ich sage jetzt mal, schon etwas abgefallenen, anfälligeren Sorten von 7 Jahren. Man kann also daraus ableiten, wenn man immer eigentlich eine gute Sorte im Anbau haben möchte als Landwirt, sollte man eine Zahl 3 bis 4 Jahre irgendwo im Kopf haben, dass man dann spätestens schaut, dass man sich nach einer neuen Sorte umschaut. Mir ist klar, ich habe mich jetzt nur auf 4 Krankheiten fokussiert. Es gibt viele Eigenschaften in Weizensorten, die für den Landwirt wichtig sind. Aber das hier jetzt einfach nur mal an Beispiel dieser 4 wichtigen Blattkrankheiten. Jetzt auf den nächsten Folien möchte ich den Weizen verlassen und nochmal einen Blick in die Zuckerrübe werfen. Auch die Zuckerrübe ist hier in Niedersachsen eine wichtige Kultur. Und hier zunächst mal dargestellt, ja, die Zuckerrübe und die Krankheit, also die Cercospora Blattflecken, hervorgerufen durch den Pilz Cercospora reticula, auch ein sehr aggressiver Erreger, ähnlich wie die Krautfäule in Kartoffeln, kann zu massivem Blattbefall führen. Wir sehen hier eine Nahaufnahme eines Blattes, beginnt mit kleinen Punkten, die Fruchtkörper bilden, diese dann Sporen rausschleudern und dann kann sich der Erreger sehr schnell im Bestand verbreiten. Man sieht das hier in einer Fläche, das ist eine Aufnahme aus September letzten Jahres, hier in der Nähe von Hannover. Und wir sehen eben an der ganzen Fläche einen starken Befall, aber eben auch immer, also keinen vollständig braunen Befall, sondern immer auch grüne Blätter. Und das ist hier nochmal eine Nahaufnahme in diesem Bereich. Wir sehen hier zwischen den Reihen bereits vollständig abgestorbene Blätter und in der Reihe neu gebildete junge grüne Blätter. Und das ist der Punkt, die Zuckerrübe stirbt nicht vollständig ab. Sie bildet neue Blätter bei starkem Befall. Und diese Energie für die Neubildung zieht sie natürlich aus dem Rübenkörper, wo eigentlich der Ertrag, eben der Zucker gebildet wird. Und das führt letztlich dann zu den Ertragsverlusten. In Niedersachsen ist es so, dass in der Regel 1 bis 2 Fungizidmaßnahmen angewendet werden pro Saison, um den Bestand gesund zu erhalten. In Risikoregionen kann es auch durchaus mal bis zu 3 Maßnahmen, also Fungizidmaßnahmen, bedeuten. Und ich habe jetzt hier mal die Zulassungssituation von Fungiziden in Deutschland in Zuckerrüben dargestellt. Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir einzelne Mittel und die Wirkstoffe diskutieren. Ich will nur einmal aufzeigen, dass wir in den Jahren 2015 und 2020 etwa 11 bis 10 Wirkstoffe in einer verschiedenen Anzahl von Produkten zur Verfügung hatten, also die Landwirte diese zur Verfügung hatten, um die Zuckerrübe gesund zu erhalten. Das hat sich dramatisch verändert aufgrund von Zulassungsausläufen und eben, ja, dass wir keine neuen Pflanzenschutzmittel, Fungizide in diesem Fall, für Cercospora in Zuckerrüben zur Verfügung haben. Die aktuelle Situation stellt sich so dar, dass wir für diese Saison 3 Wirkstoffe in 4 Produkten aktuell zugelassen zur Verfügung haben. Und diese Wirkstoffe sind allesamt auch deutlich schwächer in der Wirkung als viele der noch bis 2020 zur Verfügung stehenden Wirkstoffe. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Ich habe hier jetzt mal das Ergebnis eines Versuchs mitgebracht, hier unten dargestellt die Zeitachse, hier die Befallsstärke, sprich, wenn wir bei 100% sind, ist der gesamte Bestand braun und wir sehen keine grüne Blattfläche mehr. In blau dargestellt ist eine anfällige Sorte der Befallsverlauf und in grün dargestellt hier eine resistente Sorte. Und dann nochmal die Unterscheidung in gestrichelte Linie und durchgehende Linie. Also die gestrichelte Linie ist hier der Befallsverlauf in der fungizidbehandelten Variante und in blau in durchgehend der Befallsverlauf in der Kontrolle, also ohne Fungizid. Und da sehen wir schon bei der anfälligen Sorte erstens, dass die Kontrollvariante hier spätestens ab Ende August deutlich ansteigt und hier auch schnell im Bereich 50 bis 80% geht, wo wir von einem wirklich sehr starken Befall sprechen. Der Fungizideffekt, wenn wir uns jetzt mal hier auf den 14. September beziehen, sind hier von 50% in der Kontrolle runter auf etwa 30%, also etwa 20% weniger Befall am 14. Dezember. Das ist keine wirklich gute Leistung. Also die historischen Fungizide waren deutlich wirkungsvoller, dass diese gestrichelte Linie dann etwas flacher verlaufen wäre. Und hier kommen wir jetzt in den Bereich der Diskussion. Ich habe gerade an die Anpassung der Erreger, an die Sortenresistenzen gesprochen und dass diese Fungizide nicht mehr so wirksam sind, ist natürlich auch ein Ergebnis davon, dass der Erreger sich auch an die Fungizide anpasst. Und hier sehe ich ein Zusammenspiel zwischen Resistenzen in den Sorten und die Leistungsfähigkeit der Fungizide, dass die sich im Grunde gegenseitig schützen. Grundsätzlich muss es das Ziel sein,
den Erreger so gering wie möglich im Bestand zu halten. Und dadurch wird sowohl die Resistenz in der Sorte geschützt, als auch die Wirksamkeit des Fungizids. Und final jetzt natürlich als Abschlusspunkt, den ich setzen möchte, hier die resistente Sorte mit Note 2, das steht hier so alleine, aber das ist eine wirklich absolute Neuerung und eine neue Qualität in der Zerkostbarresistenz bei Zuckerrüben. Es hat in der Vergangenheit noch nie Sorten mit der Note 2 gegeben. Das ist wirklich jetzt eine sehr, sehr gute Resistenzeinstufung in Zuckerrüben gegen Zerkostbar. Und wir sehen das hier an den Kurvenverläufen. Wir bewegen uns im Grunde sowohl in der Kontrolle als auch in der Fungizidvariante nicht über 5% Befallstärke. Und das ist eine enorme Leistung. Gleichzeitig haben diese Sorten, diese speziellen Sorten jetzt hier auch ein sehr hohes Ertragsniveau, was sie mitbringen, was in der Vergangenheit immer bei der Zuckerrübe ein Problem war. Also resistente Sorten waren in der Regel auch weniger ertragreich. Und anfällige Sorten eben mit sehr hohen Erträgen, wenn sie mit Fungiziden geschützt wurden. Das also mit der Blick in die Zuckerrübe, und damit komme ich, jetzt nochmal einen Blick ins Feld als kleinen Eindruck. Hier auf der linken Seite die anfällige Sorte in der Kontrollvariante am 21. September und hier auf der rechten Seite die resistente Sorte. Und hier kann man im Grunde dem genetischen Pflanzenschutz, den Genen bei der Arbeit zuschauen in diesem Fall. Und das ist einfach toll, das im Versuch zu sehen, was die Gene wirklich leisten können in diesem Fall. Damit komme ich zu meiner letzten Folie, zur Fazitfolie. Und ich möchte nochmal ganz klar feststellen, eben, dass Resistenzzüchtung ein andauernder Prozess ist. Es ist Evolution und Koevolution. Ich habe es an dem Begriff Boom and Bust Cycle, an der Haltbarkeit der Resistenz in den Sorten aufgezeigt. Darüber hinaus habe ich aufgezeigt, dass resistente Sorten in der Lage sind, das notwendige Maß an Fungiziden deutlich zu reduzieren. Und ebenfalls jetzt gerade am Beispiel der Zuckerrüben, das gilt aber auch für andere Kulturen, die Anzahl und Wirkung der zugelassenen Fungizide ist rückläufig. Und deshalb der Punkt hier, Sortenresistenzen sind wichtiger als je zuvor. Und darüber hinaus natürlich ein Punkt, dass der Züchtungsprozess, ein schneller und gezielter Züchtungsprozess eben auch wichtiger als je zuvor ist. Und als Fazit sozusagen, das möchte ich festhalten, dass resistente Sorten die Basis einer nachhaltigen Pflanzenproduktion sind, und zwar unabhängig von der Züchtungstechnologie. Ich gucke mir am Ende die Sorten im Feld an, und da ist es für mich irrelevant, wie die Resistenzgene in diese Sorte gekommen sind. Solange sie zugelassen wurde, bewerten wir diese Resistenzen, und da können wir feststellen, dass sie wirklich eine Basis der nachhaltigen Pflanzenproduktion sind. Ich habe also zu Beginn die Frage gestellt, was kann die Züchtung leisten? Ich möchte diese Frage jetzt als Endstatement sozusagen ändern in die Frage, was darf die Züchtung leisten? Und damit bin ich am Ende meines Vortrages und freue mich auf eine interessante Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Henrik, für diesen wunderbaren Vortrag. Ich finde, du hast einen großartigen Überblick darüber gegeben, welchen Wettlauf wir eigentlich im Bereich des Pflanzenschutzes entgegentreten und welche Rolle eigentlich Pflanzenzüchtung dabei spielen kann oder spielen könnte eines Tages oder spielen dürfte. Und ja, damit würde ich ja direkt an Svenja weitergeben, weil ich denke, die Fragen, die jetzt aufgekommen sind, die können wir wunderbar in der Diskussion auch beantworten. Wir haben da ja noch so eine Umfrage, die im Hintergrund weitergelaufen ist. Ganz genau. Danke, Christian. Ich denke auch, dass wir die Fragen jetzt gut in der Diskussion beantworten können. Aber zuerst einmal die Umfrage. René, kannst du einmal kurz die Ergebnisse unserer Umfrage teilen? Wir haben am Anfang ja dieses Mentimeter gemacht, um mal einmal festzustellen, wie unser Publikum, unsere Teilnehmenden so zu Pflanzenschutzmitteln stehen. Und man ist sich relativ einig dazu, dass Pflanzenschutzmittel notwendig sind, mit 4,1 mit einer absoluten Mehrheit an Zustimmung bei mindestens mindestens Skalenpunkt 4. Man ist sich nicht so einig darüber, dass Gentechnik zu mehr Pflanzenschutzmitteln führt. Die meisten waren dabei, dass sie nicht zustimmen, aber es gibt auch Teilnehmende, die der festen Überzeugung sind, dass dieses Statement zutrifft, ganz genau 2. Und schlussendlich bei der Frage, ob Pflanzenschutzmittel zu mehr resistenten Schädlingen führen, hatten wir auch eine Verteilung. Ich glaube, man war sich nicht so ganz sicher, man war so ein bisschen unentschlossen, hat dann eher so die Nummer 3 genommen, so irgendwas zwischen ja, vielleicht und auf gar keinen Fall.
Ich finde das immer spannend und wir können nachher auch in der Diskussion vielleicht mal Leute fragen, warum sie zu dem Schluss kommen, dass Gentechnik zu mehr Pflanzenschutzmitteln führt. Es wäre ja mal spannend zu wissen, wie diese Einschätzung, wie diese Zustimmung zu dem Statement zustande gekommen ist. Damit direkt in die Diskussion. Ich habe vorhin schon kurz gesehen, dass jemand eine Wortmeldung hatte, sich kurz gemeldet hat. Jetzt ist die Hand allerdings wieder verschwunden. Für den Fall, dass Sie auch Wortmeldungen machen möchten, gibt es die Möglichkeit, unten in der Leiste von Zoom, Raise Hand heißt das bei mir. Ich glaube, auf Deutsch heißt es einfach nur Hand heben. Dann sehen wir das als Moderatorin, als Moderation und als Hosts dieses Webinars und können dann darum bitten, das Mikrofon freizuschalten. Solange sich noch niemand gemeldet hat, starten wir erstmal mit den tatsächlich schon recht vielen Fragen, die sich in der Questions and Answers, Fragen und Antworten, Abteilung gesammelt haben. Und ich möchte anfangen mit einer Frage, die ganz am Anfang von David Spencer an Sabine gestellt wurde, nämlich, Sabine, hast du vielleicht ein Beispiel für neue Schadorganismen, die aufgrund von Verschleppung oder durch das Klima auftauchen? Und wie werden Schutzmaßnahmen dagegen geplant? Ja, also tatsächlich hatte ich das Beispiel in meinem Vortrag, dass die Kirschessigfliege, es kommt eigentlich aus Asien oder hat eigentlich ihr Verbreitungsgebiet in Asien. Und genau, die ist jetzt eben, hat sie auch Europa erreicht. Und genau, die Schutzmaßnahmen dagegen, ja, auch da, wie ich schon gesagt habe, das Einnetzen ist etwas, was hilft. Dann gibt es noch, auch aus dem Insektenbereich, jetzt diverse Wanzen, die hier auftauchen, die auch, also abgesehen davon, dass es kaum noch Insektizide gibt, die auch eigentlich dagegen gar nicht wirksam sind, wo man tatsächlich ziemlich ratlos ist und eigentlich das Einzige, was man da gerade als sinnvoll und vielversprechend ansieht, ist die Suche nach Parasitoiden, also nach Insekten, die Eier von diesen Wanzen parasitieren, sozusagen. Bei den Pilzen gibt es aber eben auch diverse Beispiele. Alles, was eigentlich eher so wärmeliebend ist, das kommt jetzt sozusagen aus Südeuropa, verbreitet sich das vermehrt. Genau, gen Norden. Das, genau, da ist man mit dem biologischen Pflanzenschutz bei Pilzen ist das immer ein bisschen schwieriger, wie ich ja dann schon in meinem Vortrag auch genau dargestellt habe. Aber da geht es dann auch viel erstmal darum, die Erregerbiologie zum Beispiel zu verstehen. Teilweise ist es so, dass man gar nicht so genau weiß, wie überwintert der Pilz eigentlich oder wo, weil bisher oft eben eine Standardmaßnahme und eine Behandlung mit chemischen Pflanzenschutzmitteln ist oder war. Und da versucht man jetzt anzusetzen, wenn man weiß, wo er überwintert und etwas besser die Infektionsbiologie versteht, was eben dann daraus Anbautechniken sind, die man ableiten kann, die vielleicht einfach verhindern, dass er im Frühjahr dann sozusagen zu Neuinfektionen führt. Vielen Dank. Noch einmal ganz kurz, es wurde auch schon kurz beantwortet von Alexander Pfaff, aber ging ursprünglich auch an dich von Anne Benjon, wo man die Entscheidungshilfe für den Einsatz von synthetischen Pflanzenschutzmitteln findet. Oh, ich glaube, die Frage kann Henrik fast besser beantworten als ich. Henrik, weißt du es? Also, wo man Entscheidungshilfen findet, oder Das ist die Frage. Ja, also aus Landwirtssicht ist da das ISIP-Portal ein sehr wichtiges zu nennen. Ich kann jetzt für die Ackerbaukulturen sprechen oder kann nur für die Ackerbaukulturen sprechen. ISIP ist ein Informationssystem integrierte Pflanzenproduktion. Dafür steht ISIP, isip.de. Da kann sich jeder Landwirt anmelden und dahinter liegen für jede Kultur Weizen,
Also Getreide allgemein, für die Kartoffel, für Krautfreude zum Beispiel, für die Zuckerrübe, für Cercospora, verschiedene Prognosemodelle dahinter, die entweder das Erstauftreten versuchen zu prognostizieren oder aber den Spritzabstand bei den Kartoffeln versuchen anhand von Witterungsdaten zu berechnen, damit man da den optimalsten Zeitpunkt trifft. Also ise.de und bearbeitet beziehungsweise die Grundlagenforschung dahinter, die passiert für die Ackerkulturen am ZEP in Bad Kreuznach. Das ist die Institution, wo viele, viele Forschende, Grundlagenforschung betreiben für die Etablierung solcher Prognosemodelle. Und also falls es eher um den Bereich Haus- und Kleingarten geht, dann wüsste ich jetzt, also ich glaube zum Beispiel, ja, dann geht es wirklich ein bisschen darum, um was es geht, weil diese Beratungsdienste richten sich eben natürlich in erster Linie an die erwerblichen Anbau- und beruflichen Anwender. Da weiß ich jetzt nicht genau, was bei der Frage dahinter steckt. Aber also prinzipiell eben guter Ansprechpartner sind eigentlich immer die Pflanzenschutzdienste. Deswegen habe ich das gerade direkt an Hendrik weitergegeben. Wunderbar, dann würde ich vielleicht direkt einschreiten. Wir haben eine Sprachmeldung, und zwar von Finn Wieland. Finn, ich würde dir jetzt mal das Wort erteilen und dann würde ich sagen, stage is yours. Müsstest du jetzt reden können? Das Mikro muss noch eingeschaltet werden. Finn, du bist noch gemutet. Jetzt. Perfekt. So, gucken wir mal. Jetzt wieder gemutet? Ach, Gottchen. Perfekt. So, ja, der Computer ist gerade etwas langsam und zeigt mir immer nur die Hälfte an von dem, was passiert. Okay. Ja, meine Frage ist eigentlich, das Ganze ist jetzt natürlich auf einer noch Deutschland- bzw. europäischen Linie gerichtet. Und ich wollte fragen, ob gerade in Entwicklungsländern und also die halt durchaus noch andere Situationen vor sich haben und so weiter und andere Probleme, ob gerade Pflanzenschutzmittel vor Schädlingen eigentlich auch eins der primären Probleme ist, die dort vorzufinden sind, oder ob es dann eher andere Probleme wie zum Beispiel Versorgung, Logistik und dergleichen ist, was halt Ernteschäden und so weiter verursacht. Oder sind es tatsächlich auch dann so was wie Schädlinge? Dazu könnte ich vielleicht ein bisschen was erzählen, weil ich tatsächlich den Großteil meiner Arbeitserfahrung, wissenschaftlichen Arbeiten in Lateinamerika, in Uruguay, ist jetzt nicht ganz Entwicklungsland, aber Mexiko schon gesammelt habe. Eines der Hauptprobleme in Bezug auf Pflanzenschutzmittel ist tatsächlich der Umgang, der Arbeitsschutz, denn der existiert dort nicht. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem. Menschen haben selbst auf Forschungsstationen benutzen keine Schutzausrüstung, um Pflanzenschutzmittel auszubringen, haben überhaupt kein Gefühl dafür, welches Risiko mit dem direkten Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln besteht auf dem menschlichen Körper. In Mexiko ist zum Beispiel dieses Problem mit den Ernteschädlingen groß, gerade auch ja, dann im Mais zum Beispiel, wo gerade die kleinen Landwirte dann oftmals größere Einbußen noch haben, dass von ihrem Kilo Weizen dann teilweise nur noch 250 Gramm essbar sind, so ungefähr. Aber da gibt es natürlich nach und nach Lösungen, die auch für Kleinbauern entwickelt werden, damit die ihr Korn vernünftig verpacken können, store, also wegverpacken, stored, ich komme jetzt nicht aufs Wort. Lagern. Hilft mir jemand? Ja, lagern. Lagern, richtig. So. Genau, und also was ich in Uruguay gesehen habe, war wirklich größtes Problem waren oder größte Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sind Insektizide,
Da auch ja, bedingt durch gerade die vielen Schädlinge in der Sojabohne zum Beispiel. Und aktuell zum Beispiel Mexiko ist jetzt seit einigen Jahren ja im Glyphosat-Ausstieg. Also die dürfen kein Glyphosat mehr ausbringen. Und auch das ist jetzt ein größeres Problem für die Unkrautbekämpfung, gerade im Mais. Der wird ja dort größtenteils angebaut. Und genau, da wurde Glyphosat meistens im Auflauf noch benutzt. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Und dementsprechend ja, gibt es da jetzt eine große Herausforderung für die Landwirte, weil Alternativen gibt es nicht. Also das Produkt wurde verboten. Es wurden dann aber keine Alternativen aufgezeigt, wie die Landwirte dann in Zukunft die Unkräuter kontrollieren können. Aber ich denke, ja, ganz großes Thema ist auf jeden Fall der Arbeitsschutz. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Wortmeldung. Wenn jemand anders auch sich wörtlich melden möchte, wie gesagt, einfach die Hand heben und dann können wir das Mikrofon freischalten, damit auch Sie dann sprechen können. Ich glaube, als nächstes könnten wir gut weitermachen mit einer der Fragen an Hendrik. Und zwar hat Martin Reich im Chat geschrieben: Sind die zeitlichen Abstände zwischen Einführung von neuen Pflanzenschutzmitteln und der Entwicklung einer Resistenz im Schädling gleich geblieben? Oder gibt es da so eine Art Wettlauf zwischen Pathogenen und Resistenz? Es war ja am Anfang recht konstant, sage ich jetzt mal, 2x6 Jahre Haltbarkeit. Aber wie stellt sich das dar? Und vielleicht in dem Zusammenhang auch die Frage von Dominik Eberle noch dazu, von David Spencer noch dazu. Wie würde sich die Haltbarkeit von Resistenzen verändern, wenn man mehr abwechselt zwischen den Sorten? Also vielleicht mal zum ersten Teil der Frage. Du hattest gefragt, ich habe die Frage jetzt im Chat noch nicht gefunden, aber du hast gefragt, die Anpassung an Fungizide war die erste Frage, richtig? Ah. Weil ich habe ja in meiner Anpassung nicht über die Anpassung an Fungizide gesprochen, sondern an Sorten. Ich kann aber trotzdem was zu sagen, ich kann das schon einordnen. Also die, ich habe ja davon berichtet, wenn ich jetzt mal mit den Fungiziden anfange, dass grundsätzlich die Fungizide natürlich auch an Wirksamkeit über die Zeit verlieren. Das hat stark damit zu tun, wie sie wirken. Also wirken sie punktuell an einem Ort in der Atmungskette meinetwegen, also genetisch an einem Ort, oder sind es viele Angriffspunkte eines Fungizides? Bei der Kategorie des ersten Fungizides, was nur an einem Ort wirkt, wenn an diesem Ort im Pilz eine Mutation stattfindet, ist natürlich die Wirkung schnell vorbei. Und das beobachten wir auch bei einigen Fungiziden. Die Anpassung grundsätzlich geht schneller, je großflächiger sie angewendet werden. Das ist völlig klar, weil dann ein sehr, sehr hoher Selektionsdruck ausgeübt wird. Das ist aber wirklich auch abhängig davon, über was für eine Art von Fungizid wir sprechen. Wenn wir jetzt in die Sorten schauen, da habe ich von 6 Jahren Anpassungszeit gesprochen. Auch da ist es so, das hängt stark davon ab, über welche Art von Resistenz wir sprechen. Also wenn das eine monogene Resistenz ist, die auf einem Gen beruht, eine Gen-für-Gen-Interaktion mit dem Pathogen passiert und wenn im Pathogen in diesem Gen eine Veränderung stattfindet, ist die Resistenz relativ schnell überwunden. Und das ist beim Braunrost der Fall, das ist beim Mehltau der Fall, das ist bei Gelbrost der Fall. Deshalb habe ich diese Beispiele natürlich auch gezeigt. Wir können sehr wohl, und das schließt dann, glaube ich, an, über Sortenmischungen oder über, wenn die Sorte eben nicht großflächig angebaut wird, dann findet natürlich auch nicht so schnell eine Überwindung der Resistenz statt. Aber dann hat die Resistenz auch keinen großen Sinn, wenn wir sie nicht nutzen. Deshalb bleiben wir immer in diesem Zyklus, diesem Boom-and-Bust-Cycle, bleiben wir im Grunde immer drin, weil wenn wir eine Resistenz nutzen, soll die natürlich auch großflächig genutzt werden. Die neuen Züchtungstechnologien, ohne dass ich mich jetzt aktiv mit diesen Züchtungstechnologien beschäftige, helfen uns einfach dabei, schneller Resistenzen in die bestehenden Sorten, und auch das ist ein ganz entscheidender Punkt, in bestehende Sorten einzubringen. Wenn wir zum Beispiel eine Weizensorte haben, die bestimmte andere Eigenschaften hat, die wünschenswert sind, eine super tolle Backfähigkeit, eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Blattläuse oder gegenüber andere Schaderreger, sie aber sehr anfällig geworden ist gegenüber
dem Weizen Schwarzrost zum Beispiel. Das sage ich jetzt, weil es dazu eine Veröffentlichung gibt, dass über CRISPR die Möglichkeit geschaffen wurde, ganze Genkassetten in eine Sorte einzubringen, sprich nicht nur ein Gen auf einmal, sondern 3, 4 Parallelresistenzgene, die dann natürlich auch länger wirken können, weil der Erreger 4 Resistenzgene überwinden muss, statt nur einem, was über konventionelle Züchtung möglicherweise eingebracht wurde. Das ist also so ein Aspekt, wo die neuen Züchtungstechnologien wirklich sehr sinnvoll und hilfreich werden, auch weil es eben schneller geht. Und dieser Aspekt, dass alte Sorteneigenschaften erhalten bleiben, das ist ein ganz, ganz wichtiger, weil wir haben auch in anderen Kulturen, in der Kartoffel beispielsweise, Resistenzen gegen bodenwürdige Schaderreger, die sehr komplex vererbt werden, wir aber Sorten haben, die diese Eigenschaften haben, die aber sehr anfällig gegen Kraut- und Knollenfäule beispielsweise sind. Und da könnten uns punktuell die neuen Züchtungsmethoden sehr wohl weiterhelfen. Ja. Ich finde, das knüpft auch ganz gut an zu einer Frage, die gerade auf YouTube reingekommen ist von Philipp. Und zwar die Frage, ob wir überhaupt schnell genug sind mit der konventionellen Züchtung zurzeit, um diesen 6-Jahres-Zyklus von Boom und Bust quasi zu überwinden. Aber ja, also überwinden werden wir den Boom und Bust-Cycle nie. Also der wird immer stattfinden. Auch durch neue Züchtungstechnologien bleibt das bestehen. Diese 6 Jahre sind ja auch sehr unterschiedlich, je nach Resistenzgen und Sorte. Das kann, wenn ein Resistenzgen durch neue Züchtungstechnologien in eine Sorte eingebracht wurde, welches Monogen vererbt wird, dieses Resistenzgen, dann kann das nach 2 Jahren wieder überwunden worden sein, wenn die Sorte großflächig angebaut wurde. Zum Beispiel beim Gelbrost ist das bekannt. Wir sind einfach durch effizientere Züchtungstechnologien natürlich schneller und können schneller auf eine Überwindung reagieren, grundsätzlich, ja. Dann würde ich jetzt als nächstes noch eine Wortmeldung zulassen. Und zwar Caroline Popp hat sich gemeldet für eine Wortmeldung. Ich würde jetzt das Wort erteilen. Genau. Einmal noch anmuten. Einmal noch im Zoom-Tool unmuten, sonst funktioniert das Mikrofon nicht und wir hören dich nicht, Caroline. Alles gut, ich habe gerade gesehen, sie hat sich im Q&A gemeldet, es war ein Versehen. Alles gut, dann machen wir das gleich. Okay, dann machen wir das über das Q&A. In der Zwischenzeit würde ich vorschlagen, gehen wir noch einmal auf die Fragen von Nathalie Leibach ein. Sie hat nämlich auch 2 Fragen gestellt. Zum einen an Sabine wieder, wie beeinflusst sich Schädlingsfall die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln beziehungsweise eben auch die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln, die Qualität der Nahrungsmittel? Sabine, kannst du uns dazu etwas erzählen? Ja, hatte ich ja auch schon einmal kurz in meinem Vortrag erwähnt, also dass der Apfelschorf beim Apfel gerade dadurch zum Problem wird, dass er die Früchte dann quasi nicht vermarktungsfähig macht, auch die Lagerfähigkeit reduziert. Tatsächlich ist es auch so, dass im Apfelanbau noch Behandlungen sozusagen stattfinden, die eigentlich vor allem darauf abzielen, die Früchte halt lagerfähig zu machen. Also da geht es dann eigentlich gar nicht mehr darum, sie vor der oder die Pflanze an sich zu schützen, sondern die Früchte zu schützen. Und also einmal da, das trifft prinzipiell bei vielem Obst zu, weil das ja eben sehr einfach zugänglich ist für Schädlinge. Also das kennt man ja selbst aus Erfahrung, dass das sich nicht lange lagern lässt eigentlich, gerade auch Beerenobst. Und dann ist es auch bei Getreide zum Beispiel, also Hendrik, ich will mich nicht in deinen Bereich einmischen, aber dass viele Pilze gar nicht mal den Schaden dadurch anrichten, dass sie direkt einen Ernteverlust verursachen, sondern dass sie die Ernte halt mit Mykotoxinen, also mit Giftstoffen verunreinigen und sie dann so eben
die Qualität deutlich herabsetzen, im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass sie eben gar nicht mehr als Nahrungs- oder Futtermittel eingesetzt werden dürfen. Und dann bleibt einem im besten Fall nichts anderes mehr übrig, als sie in die Biogasanlage zu kippen. Vielen Dank. Dann vielleicht direkt im Anschluss daran noch die zweite Frage, die Nathalie gestellt hatte. Die ist nämlich mittlerweile in der Questions and Answers bzw. Fragen und Antworten Abteilung schon in den Answered, also beantwortet Tab verschoben worden. Und das, ich habe immer die Sorge, dass solche Antworten nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie sie eigentlich bekommen sollten. Nathalie hatte gefragt, wie weitere Nutzung von Pflanzenarten, zum Beispiel durch intensivere Beforschung oder eben auch Neuzüchtung und de novo Domestikation beitragen können, um Pflanzenschutz effektiver zu gestalten. Und ich glaube, Katrin hatte dazu schon eine sehr, sehr schöne Antwort geschrieben. Vielleicht magst du auch noch einmal im Videoformat dazu antworten. Ja, gerne, Svenja. Also ich kann da nur zu meinen Erfahrungen zu Ackerkulturen im Allgemeinen sprechen, weil wir in Brandenburg tatsächlich darauf angewiesen sind, dieses Ackerkulturportfolio in Zukunft zu erweitern, weil viele Kulturen, die aktuell noch angebaut werden, in Zukunft nicht mehr funktionieren werden. Aus gerade Sommerkulturen, weil wir ja immer längere Trockenperioden haben. Was zum Beispiel längerfristig schon nicht mehr gut funktioniert, ist Mais. Und da wird alternativ zum Beispiel gerade die Hirse, Sorghum Bicolor, getestet als Alternative. Und auch bei den Körnerleguminosen sind da einige Exoten dabei, wie zum Beispiel die Kichererbse oder die Linse, die ein Kollege von mir intensiv auch mit Sortenversuchen untersucht. Ich weiß, dass auch Kollegen am JKI zum Beispiel Kulturen wie den Löwenzahn untersuchen, um da alternative Kautschukgewinnung zu finden, wenn ich mich nicht täusche. Also ich glaube, da ist deutschlandweit gibt es da viele Aktivitäten. Bestimmte Kulturen oder alte Kulturen oder Kulturen, die nicht für unseren Kreis bestimmt sind, doch irgendwie wieder anbaufähig zu machen. Danke, Katrin. Ich habe gerade kurz mit Christian geschrieben gehabt, wir würden jetzt noch aufgrund der Zeit, denn es ist erstaunlicherweise schon 8:45 und der Plan war, um 9 Uhr tatsächlich Schluss zu machen. Wir würden vorschlagen, noch 2 Fragen kurz zu beantworten und ich habe mir jetzt spontan eine ausgesucht, die ich gerne an Hendrik richten würde, weil er zu den Zulassungen der Fungiziden, von Fungiziden auch etwas gesagt hat und Alexander Pfaff auch gesagt hat, noch dazu geschrieben hat, dass ihm die Frage auch gefällt. Führt ein Mangel an Fungiziden nicht am Ende zu mehr Resistenzen, als wenn man nur als wenn man eine größere Vielfalt von verschiedenen Fungiziden verwenden würde? Führt ein Mangel an Fungiziden zu mehr Resistenzen? Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, hast du in deinem Vortrag 3 Fungizidmittel genannt gehabt. Die 4 verschiedene Formulierungen waren. Ja. Und wäre es nicht vielleicht besser, wenn man mehr verschiedene Fungizide hätte? Also die Frage zielt dann in die Richtung, dass wenn wir weniger Fungizide haben, diese natürlich auch häufiger eingesetzt werden und dadurch schneller an Wirkung verlieren. Das ist so, ja klar. Das ist genau das Gleiche, als hätte ich nur 2 Weizensorten mit jeweils einem Resistenzgen und die werden in ganz Deutschland angebaut. Dann sind die Resistenzen auch ganz schnell überwunden. Also je weniger Vielfalt wir bei den Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung haben, desto weniger divers ist ja auch die Anwendung in der Fläche und desto schneller findet eine Anpassung des Erregers statt. Das ist definitiv so. Da sind jetzt aktuell, hatte ich 3 oder 4 Produkte mit 3 Wirkstoffen genannt. Es stehen aber im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr 2 oder 3 eventuell Neuzulassungen an, sozusagen. Also, dass da die Vielfalt wieder etwas erhöht wird.
Ich freue mich aber immer in der im Versuch, dann die resistenten Sorten zu sehen, die so schön grün noch leuchten, ohne eine Fungizidmaßnahme. Das ist echt toll anzusehen. Wenn wir bereits über Vielfalt reden, dann würde ich direkt noch als Abschluss die Frage von Martin Reich noch aufbringen. Und zwar fragt Martin, ob das oft diskutiert wird, dass bessere Fruchtfolgen zu weniger Schädlingen führen und auch zu weniger Pflanzenschutzmittel in der Folge. Und die Frage, die daran anknüpft, ist, wie ihr das Potenzial von besseren Fruchtfolgen einschätzt. Ich könnte da direkt was zu sagen, wenn ich starten darf oder soll. Also Fruchtfolgen natürlich. Fruchtfolgen sind die Basis eines gesunden Ackerbaus und einer gesunden Kulturpflanze. Das ist grundsätzlich immer so. Nur wir müssen bedenken, dass wenn wir über Fruchtfolgen nachdenken, erstmal in den Dauerkulturen, die Sabine vorgestellt hat, ist eine Fruchtfolge schlichtweg nicht möglich. Im Wein-, Apfel-, Hopfenanbau, da gibt es keine Fruchtfolge in Dauerkulturen. Wenn wir über Fruchtfolgen sprechen, dann sprechen wir eigentlich über Erreger, die bodenbürtig sind. Das müssen wir uns vor Augen führen. Also im Weizen ist es die Schwarzbeinigkeit der Halmbruch, die im Boden überdauern. Oder eben beim Raps ist es die Kohlhernie oder bei den Kartoffeln ist es die Nematode. Also mal pilzliche Erreger, mal tierische Schaderreger. Und die Erreger, die ich jetzt vorgestellt habe, die Blattkrankheiten, das habe ich ja auch gesagt, bei den Rosten vor allen Dingen, die über viele hunderte Kilometer innerhalb eines Jahres Distanzen zurücklegen können. Und da spielt es zunächst mal eine untergeordnete Rolle, wie die Fruchtfolge auf meinem Schlag aussieht im Vergleich zur Gefahr, ob Rost auftritt. Da würde ich die Sortenresistenz als deutlich wichtigeren Gesichtspunkt ansehen. Es ist aber sehr wohl so, dass in einer Region viele Landwirte einen hohen Anteil Kartoffeln in ihrer Fruchtfolge haben, dass in der Region dann das Risiko oder das Potenzial an Krautfolge natürlich grundsätzlich sehr hoch ist. Das muss man so feststellen, natürlich. Die Antworten waren beide jeweils relativ kurz und deswegen würde ich vorschlagen, nehmen wir noch die letzte Frage, als allerletzte Frage, die am meisten Daumen-Hoch-Bewertungen aus dem Fragen- und Antwortteil bekommen hat, nämlich an Katrin Gramann von Dominik Ebele ist schon etwas zum Ertrag von Patch Crop im Vergleich zum konventionellen Anbau bekannt. Also die in Katrins Vortrag genannten Verkleinerungen bzw. Diversifizierungen der Anbauflächen, wie performen die auch im Verhältnis zum konventionellen Landbau? Ja, vielen Dank, dass du diese Frage ausgewählt hast. Ich war nämlich schon dabei, Aufsätze zu schreiben, um sie zu beantworten. Das dachte ich mir. Ja, also wir haben ja jetzt mittlerweile 2 Ernten eingefahren von diesen insgesamt 9 Kulturen. Mhm. Von daher lassen sich natürlich keine robusten Aussagen schließen bisher. Aber die Tendenz zeigt, dass was die Winterkulturen und hier besonders das Wintergetreide angeht, dass wir da kaum Unterschiede feststellen. Wir hatten jetzt auch, ja sage ich mal, weniger, zumindest hier in Brandenburg, nicht so feuchte Jahre. Das heißt, der Krankheitsdruck war auch einfach nicht hoch und scheinbar unsere Sortenauswahl gut. Bei den Sommerungen sieht das aber anders aus. Ich habe es nicht erwähnt, weil es sonst einfach zu komplex geworden wäre. Wir haben im Rahmen dieses Patchcrop-Experimentes auch noch Kontrollflächen, Referenzflächen, die sich auf Nachbarschlägen befinden, um dort halt diesen Effekt der Kleinteiligkeit und Diversifizierung nochmal direkt zu vergleichen. Das heißt, es sind große konventionelle Schläge mit betriebsüblichem Pflanzenschutz, auf dem wir dann auch unsere Proben und Messungen Messungen machen. Und da haben wir dann wirklich dann den direkten Vergleich und können sehen, wie gut unsere Kulturen dann abschneiden. Und bei den Sommerungen und insbesondere bei den reduzierten Varianten, sprich wo wir größtenteils eigentlich die Reduktion durch mechanische Unkrautkontrolle erreichen, sind die Erträge aktuell viel, viel geringer, weil wir Pflanzen extremen Trockenstress zumuten durch diese mechanische Bodenbearbeitung. Die Böden hier sind sowieso schon relativ schlecht, sprich also auf diesem Acker haben wir wirklich Bodenzahlen zwischen 20 und 40. Sehr geringe Wasserhaltekapazität, großer Sandanteil.
Und wenn dann auch noch eine Hacke kommt und nicht vernünftig arbeitet, in dem Sinne, dass sie halt, halt auf den Patches selber auch durch diese Größe der Patches nicht die nötige Geschwindigkeit erreicht, die sie eventuell benötigen würde, um vernünftig zu arbeiten, haben wir da im Moment noch keine Erfolge. Ich hoffe, dass das jetzt in diesem Jahr durch den Roboter anders wird, weil wir da natürlich viel weniger Überfahrungen haben. Die ersten 2 Jahre waren auch für den Versuch selber noch ein großer Kompromiss, sage ich mal, weil wir einfach noch nicht die notwendige Technik zur Verfügung haben, um alles perfekt auszuführen. Aber ja, Unkräuter sind ein großes Problem. Mhm. Und der dazugehörige Stress für alternative Bekämpfung. Und es kommt auch jetzt bei uns in unserem Fall noch dazu, dass wir wirklich wenige zugelassene Herbizide haben. Zum Beispiel bei der Sonnenblume oder bei der Soja. Gerade dann, wenn die Pflanzen dann schon etwas oder ja, Vorlaufherbizide gibt es da einige, aber dann später wird es schwierig, weil es halt doch noch ja, Sonderkulturen in dem Sinne sind oder Nischenkulturen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an alle und wir haben jetzt auch schon 20:55 und damit gehen wir jetzt quasi zum dem Ende entgegen und entlassen euch dann auch in wenigen Minuten in den Abend. Ich möchte nochmal ein großes Dank aussprechen an alle Panelistinnen, die heute, also an euch drei, die heute das Panel gebildet haben, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit uns 2 Stunden hier zu diskutieren und gemeinsam das Thema zu sprechen. Ich denke, allein von der Anzahl an Fragen, denke ich, war das eine sehr, sehr angenehme und sehr vielfältige Diskussion. Genau, ich danke auch wie immer, auch Svenja wieder für die Co-Moderation. Dazu wird Gas Meets PHW auch immer nur dadurch möglich, dass wir so ein geheimes Tech-Team im Hintergrund haben. Dazu gehört zum Beispiel Winker und René, die ganze Zeit im Hintergrund den YouTube-Stream im Blick haben, unser Zoom am Laufen halten. Also ganz, ganz viel Arbeit leisten, die vielleicht nicht immer so sichtbar ist im Webinar. Also für euch, dass es dann funktioniert, aber halt nicht immer so klar dargestellt wird. Also auch an ihr, an die beiden heute Abend wieder einen großen Dank und natürlich auch an alle, die immer an der Planung von diesen Veranstaltungen beteiligt sind. Und damit natürlich auch der Ausblick auf die nächsten Wochen, also auch die Fragen, die heute noch nicht beantwortet werden, versuchen wir so gut wie möglich in dem Blogartikel aufzuarbeiten und euch da kurze Antworten zur Verfügung zu stellen. Genau, nach einer Prüfung der Aufzeichnung werden wir die auch zur Verfügung stellen online. Und damit würde ich auch sagen, sehen wir uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal, wenn wir jetzt über Biodiversität und Artenvielfalt reden, im nächsten Gentechnik-Knackpunkt dann in ein paar Wochen.